LSB? Ja. LEB? Ja, LEB. Genau. Leben. Ja. Blau? Yes. Gelb? Yes. Grün. Perfekt. Achtung! Mal, komm! Ich kann es. Ah, oh, jetzt geht es besser. Jetzt geht es besser. Hey! Liebe! Und mein Name ist Tiger. Ah, oh, das ist schon dein Knusch mit ihrer gestreiften Schal. Ja, ja, das bin ich. Unglaublich beeindruckend, was da an den Seminaren abläuft. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon mal mitten im Thema drin. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Ich glaube, das ist ja auch ein sehr spannendes Thema, wie ihr selbst drauf gekommen seid. Das hat ja, glaube ich, mit eurem Kind zu tun. Also bei uns war es so, unsere Kinder waren in der Schule nicht besonders tüchtig, motiviert und die Ergebnisse waren halt nicht so, wie die Lehrer das so wollte. Und da bin ich irgendwann mal auf dieses Sehen ohne Auge gestoßen. Das hieß damals anders, da wie habe ich das Sehen ohne Auge genannt. Aber ich habe auf diese Technik bin ich aufmerksam geworden. Und dann habe ich gesagt zu meiner Partnerin, das ist doch genau das Richtige für die Kinder, um Informationen abzurufen, so dass es in der Schule einfach leichter habe. Ich denke, in der Schule ist oft auswendig lernen und wenn das nicht so gut gelingt, dann ist es sinnvoll, wenn du an die Informationen so rankommst. Und da ich mich schon seit Jahrzehnten mit so ganzheitliche Geschichte beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, das probieren wir einfach mal aus. Weil wenn das funktioniert, dann ist es einfach der Knaller für die Kinder und dann ist es halt in der Schule leichter. Das war so mein Grundanliegen, um das zu erfahren, beziehungsweise wir haben da unsere Kinder erstmal hingeschickt. Und die Kinder haben das dann auch gelernt und es war im Endeffekt sehr, sehr beeindruckend, was da dann im Laufe der nächsten Monate mit den Kindern passiert ist. Ja, also das war wirklich schön zu sehen, weil unsere Kinder sind eher in der Schule dadurch aufgefallen, dass sie eher leise waren, eher ruhig waren. Unsere Tochter hat es im letzten Seminar sehr platt gesagt, sie hat gesagt, in der heutigen Zeit wird man uns Mobbingopfer nennen. Und die sind aber beide dermaßen aufgetaut in diesem halben Jahr, dass das nicht nur uns aufgefallen ist, sondern auch den Lehrern. Also ich habe hier am letzten Schultag in der vierten Klasse unseres Sohnes stand unsere Klassenlehrerin oder seine Klassenlehrerin bei uns vor der Haustür, weil sie mir was zurückgebracht hatte, was sie sich hier ausgeliehen hatte. Und dann sagte sie, was haben Sie mit Ihrem Sohn gemacht? Der hat sich komplett verändert. Also das Schriftbild hat sich verändert. Der ist von 36 Fehlern runter auf 18 Fehler. Der ganze Kerl kommt jetzt mit den Kindern klar oder zurecht, mit denen er vorher nicht zurechtgekommen ist. Und was haben Sie gemacht? Und dann habe ich versucht, ihr das zu erklären. Und nach drei Sätzen habe ich verstanden, nein, das macht nicht so viel Sinn, jetzt zu erklären, was wir hier gemacht haben. Und habe es dann dabei belassen und habe gesagt, naja, wir haben mit seiner Konzentration was gemacht, damit er sich besser konzentrieren kann. So, und das war der Anfang damals. Und als es losging, nachdem wir dann die Kinder praktisch dort hatten, habe ich dann gesagt, ja Mensch, nach anfänglichen Zweifeln, das muss man ganz klar sagen, weil ich denke mal, du kommst irgendwo hin und beim Kind werden die Augen verbunden und plötzlich fängt dein Kind an, sein Umfeld zu beschreiben und wahrzunehmen, fängt an, mit verbundenen Augen Pyramiden zu basteln. Und ich weiß noch, ich habe damals nach 8 Stunden Fahrt den Axel angekickst von der Seite und habe gesagt, du weißt du was, das hier ist nicht echt,
wir packen unsere Sachen, unsere Kinder, wir gehen wieder. Und er war wirklich so. Und dann hat er damals gesagt, Moment, warte mal ab. Gib der ganzen Geschichte nochmal eine Chance, schau es dir nochmal an und dann entscheide. Und so war es dann auch. Wobei ich bin in der Hälfte des Vortrags dann ausgestiegen und habe gesagt, weißt du was, du hörst dir den Vortrag an, ich gehe raus mit den Kindern spielen, weil es wurde jemand gesucht, der sich um die Kinder kümmert, die von anderen Eltern mitgebracht wurden. Und nach 8 Stunden Fahrt habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, hier auf dem Stuhl zu sitzen. Hör du dir den Vortrag an, erzähl du mir, was dabei rausgekommen ist und dann sehen wir weiter. So, und als ich dann wiederkam, nachdem das fast alles beendet war, war es dann so, dass ich die Maske selber auf hatte. Also ich habe diese Mindful-Maske, die wir auch in den Videofilmen oder die ihr ja im Videofilm gesehen habt, die habe ich selber aufgehabt. Und dann habe ich festgestellt, hoppla, das Ding ist ja blickdicht. Da kann man nicht durchschauen. So, nachdem ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, das könnte eine coole Sache sein, um ein paar Kindern in unserer Umgebung das Leben zu erleichtern. Das war eigentlich der anfängliche Plan. Also, dass wir gesagt haben, okay, oder ich für mich, das ist eine tolle Geschichte. Es wird bestimmt ein paar Kinder hier in der Nachbarschaft geben, die das gerne lernen und die Spaß daran haben. Und so ging unser Weg los. Und dann gab es einen Schubser vom Universum, so nennen wir das heute. Wir haben damals mit dem Sehen ohne Augen, ich glaube, 6 Monate oder 7 Monate gearbeitet. Und dann ist die Firma, die Axel geerbt hat, die ist ihm aus den Händen genommen worden. Ich weiß gar nicht, wie man das anders bezeichnen kann. Und dann mussten wir schauen, dass wir Sehen ohne Augen größer werden lassen. Und so ging das damals bei uns los. Also spannend war, dass die ersten Kinderkurse kamen, dass die ersten Kinder oder mit größeren Gruppen kamen für die Kinder. Irgendwann sind mehr Erwachsene als Kinder zu uns gekommen. Das habe ich ja auch in unserem Sehen ohne Augenbuch aufgeschrieben. Und nachdem wir dann festgestellt haben, mit Erwachsenen kann und darf man nicht so arbeiten wie mit Kindern, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir den nächsten Schritt, dann lernen wir, wie man das mit Erwachsenen macht, wie man das Erwachsenen beibringt, haben es dann auch selber lernen dürfen, sonst hätten wir es gar nicht weitergeben dürfen. Und nachdem wir dann unsere Anfänge hatten und ja, so wie alles, was man anfängt, am Anfang ist es nicht perfekt, am Anfang probiert man viel aus, am Anfang tüftelt man und schaut, wie kann ich es besser vermitteln, was kann ich noch tun, haben wir selber auch einige Seminare besucht. Und haben dann für uns geschaut, wie können wir unsere Arbeit verbessern, wie können wir die Menschen erreichen. Und so ist aus dem anfänglichen kleinen Konzept immer mehr ein Seminarkonzept entstanden, mit dem wir heute immer mehr Menschen erreichen können. Und mit diesem Seminarkonzept schaffen wir es auch immer mehr Menschen zu ihrem Weg zum Sehen ohne Augen zu begleiten, sodass sie auch das Ergebnis bekommen. Wow, das hört sich wirklich spannend an. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Das heißt, der Kurs, den ihr am Anfang besucht habt, war das ein reiner Kinderkurs? War die ganze Geschichte jetzt erstmal nur auf Kinder ausgerichtet? Und ihr seid jetzt sozusagen diejenigen, die es auf die Erwachsenen ausgeweitet haben? Nein, sowas nicht. Nein. Ganz klar, wir haben das Ganze bei Marc Kommissarow gelernt. Mhm. Und der hat am Anfang nur mit Kindern gearbeitet. Also als wir angefangen haben, ich denke mal, denen ging es damals ähnlich wie uns, dass dann wahrscheinlich auch immer mehr Erwachsene gekommen sind. Mhm. Und ich weiß eben auch, dass der die Verbindung zum Nikolai Denisow hatte. Und wahrscheinlich hat er dann dort gelernt, wie man es dann auch Erwachsenen weitergibt. Und so haben wir es bei Marc Kommissarow gelernt und haben dann uns praktisch ein Stück weit rausgenommen und haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Nennen das Ganze auch nicht mehr direkte informative Wahrnehmung, sondern Sehen ohne Augen, weil wir gesagt haben, das ist das logische Ergebnis unserer Arbeit. Das versteht jeder, weil direkte informative Wahrnehmung, ich finde, unter dem Begriff kann man sich nicht so ganz viel vorstellen. Und dann haben wir halt überlegt, wie kann man es griffiger machen, wie kann man es besser, wie kann man es einfacher für die Menschen verständlich machen. Und so sind wir dann auf Sehen ohne Augen gekommen, waren dann aber baff erstaunt, als wir 1,5 Jahre später einen Seminarteilnehmer hatten, der uns das Buch vom Dr. Ulrich Warnke unter die Nase hielt und sagt, schaut mal, da gibt es ein Kapitel in dem Buch Quantenphilosophie und Interwelt, das heißt Sehen ohne Augen. Und dann habe ich erst mal ganz komisch aus der Wäsche geschaut und gesagt, was ist hier los? Und ich weiß noch, wir waren damals sehr verblüfft, sehr überrascht, weil in diesem Buch stand eben drin, dass es schon 1926 blinde Menschen gab, die mit dieser Methode gesehen haben. 1927 wurde Louis Farigoulet, so heißt er mit bürgerlichen Namen, später wurde unter dem Schriftsteller-Pseudonym Jules Romain bekannt, dass der 1927 schon für das Sehen ohne Augen in Edinburgh ausgezeichnet wurde.
Und da ich ja ein sehr neugieriger Mensch bin und auch immer Fakten brauche und auch Fakten liefern möchte, habe ich damals zum Axel gesagt, weißt du, es muss doch irgendwas Schriftliches darüber geben. Irgendwo in irgendwelchen alten Bibliotheken muss doch eine Information darüber zu finden sein. Und ich weiß, der Axel war damals wirklich so lieb und hat sich, ich glaube, 3 oder 4 Nächte um die Ohren geschlagen, bis er dann wirklich diese Unterlagen gefunden hat von damals. Also auf unserer Sehen ohne Augen Geschichte-Seite findet man noch aus der australischen Bibliothek und aus einer Bibliothek in Amerika alte Zeitungsartikel, eben von 1900, ich glaube 26 und 1927, die jeder nachklicken und nachschauen kann. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben auch das Buch von Louis Farigoulet gefunden, der damals, wie gesagt, schon blinde Menschen trainiert hat und das alles aufgeschrieben hat. Wobei es mittlerweile schon unzählige Anbieter gibt, die jeder auf seine Art und Weise den Menschen das Sehen ohne Auge beibringt. Im Endeffekt ist das Ziel immer das gleiche, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten und Wege. Man könnte jetzt zum Beispiel auch ein paar Wochen in die Dunkelheit gehen, könnte es erlangen. Man kann meditieren. Also es gibt ganz viele Wege, um dieses Sehen ohne Auge bei den Menschen zu aktivieren, diese erste visuelle Fähigkeit zu entdecken. Und wir haben halt im Laufe der Jahre halt unser Konzept so modifiziert, dass es die breite Masse oder dass es so viel wie möglich bei uns auch schaffe, dieses visuelle Feld zu öffnen. Und ich denke mal, da hat aber jeder so seinen ganz individuellen Weg. Also wir sind von unserem Konzept so ausgelegt, dass wir die Menschen selber ihren Weg entdecken lassen. Also so, dass jeder selber merkt, er hat selber für sich erarbeitet. Er hat sein Bewusstsein so erweitert, dass er dieses Sehen ohne Auge jederzeit auch reproduzieren kann, weil er weiß, wie er dorthin gekommen ist. Und da legen wir einen sehr großen Wert drauf, dass die Menschen es selber machen, dass wir es nicht irgendwie so über Hypnose oder so bei den Menschen irgendwie aktivieren, sodass sie das nur können, wenn das bei uns ist, sondern wir schauen halt, dass die Menschen selber sich diese Fähigkeit und diesen Weg eröffne und dann halt die Ergebnisse habe. Also das ist wirklich interessant und da purzeln bei mir schon wieder 5000 Fragen runter, weil das eine ist, ihr habt jetzt ja quasi dann in euren Seminaren ein Repertoire an Möglichkeiten, wie ihr dann quasi die Menschen abholen könnt. Das heißt, um es mal so auszudrücken, wenn diese Fähigkeit erlernt wird, nimmt ja eigentlich jeder Teilnehmer von euren Seminaren viel, viel mehr mit, als nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich allein diese Fähigkeit schon faszinierend finde, als nur dieses Sehen ohne Augen. Wie geht ihr dann an die Sache ran? Also das heißt, ihr bietet dann quasi dem Menschen individuell Möglichkeiten an, wie er zu dem Ergebnis kommen kann. Jein. Also ich denke mal, klar, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist anders. Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass jeder Mensch was anderes braucht. Also deshalb bin ich auch so dankbar, dass wir das hier zu zweit machen oder zu dritt mittlerweile mit unserer Tochter. Weil einfach jeder Mensch was anderes braucht. Der eine braucht klare Worte, der andere braucht die sanfte Hand, der nächste braucht wieder das Gefühl der Geborgenheit, wobei ich denke, das brauchen wir alle, aber jeder hat so seinen Weg und seine Herangehensweise, jeder mit seiner Persönlichkeit, ist doch sehr individuell. Und so gesehen, wir haben ein Konzept, wir haben einen Weg, den die Menschen gehen bei uns, bei dem wir sie begleiten dürfen. Und bei diesem Weg ist es eben so, dass wir schauen, wie können wir den Menschen am besten unterstützen? Was braucht dieser Mensch gerade von uns, um zum Ergebnis zu kommen? Im Endeffekt sind wir Guides und wir schauen, dass wir die Leute halt dort abholen, wo sie sind und dorthin bringen, wo sie bereit sind, aktuell hinzugehen. Und das ist halt, wie gesagt, bei jedem total unterschiedlich. Manche lassen sich sehr schnell drauf ein. Das sind immer die Junggebliebene, die erwachsene Kinder, die sich auf alles einlassen. Und dann habe es die Frau bei uns eigentlich ganz leicht, weil die Frau, sie denken wohl nach, sie sind wohl auch sehr kritisch, aber sie gehen gleichzeitig. Und die Männer, die wollen immer erst alles erklärt haben wollen. Und dann gehen sie erst los. Also von dem her ist es schon sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich die Menschen sind, die zu uns kommen. Und auch von ihrer Tätigkeit her, ob das jetzt ein Rechtsanwalt ist oder ein Heilpraktiker oder Heilpraktikerin, wie auch immer, von
die totale Bandbreite, was da immer an unterschiedliche Menschen bei uns auftauchen. Und unsere Arbeit besteht eigentlich darin, da eine Gruppe draus zu machen, die sich gemeinsam dann auf den Weg macht, um das Sehen ohne Auge zu entdecken und dann auszubauen. Mhm. Und auch ganz wichtig, ich finde, die Stimmung ist auch wichtig. Also wir achten auch darauf, dass die Stimmung gut ist während des Seminars. Das ist auch somit unsere Hauptaufgabe. Und zu schauen, dass die Menschen, die dabei sind, eben auch zusammen eine gute Zeit haben. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Und natürlich geht es bei dem Ganzen auch manchmal ordentlich zur Sache. Also der ein oder andere kommt auf praktisch verschüttete, im Bewusstsein verschüttete Erlebnisse, die dann hochkommen können. Aber wir sagen immer, das ist eine wunderbare Möglichkeit, damit man Blockaden erkennen kann, die einem im Alltag vielleicht hindern, das zu tun, was man wirklich tun möchte. Oder die einen davon abhalten, praktisch so selbstbewusst aufzutreten, wie man das gerne tun würde in manchen Situationen. Und wenn einem das mal bewusst geworden ist im Rahmen des Seminars, dann kann man sich viel leichter davon lösen. Dann kann man viel leichter erkennen, okay, das ist meine Vergangenheit, aber die muss man hier und jetzt nicht mehr beeinflussen, sondern die ist vorbei, die ist gelebt und ich kann jetzt gucken, dass ich mich von diesem Schmerz oder von dieser Blockade löse und dann befreiter weitermache. Und darin sehe ich mit einer der Hauptgewinne für die Menschen, die zu uns kommen, dass sie sich selber erkennen können, dass sie selber ihre Kräfte entdecken können, aber auch selber die Punkte, die ihnen vielleicht noch wehtun im Leben, besser annehmen und loslassen zu können. Also kurz gefasst, wir sind manchmal mehr Therapeuten als Seminarleiter. Das merke ich gerade. Also das Ding geht ja noch viel, viel weiter als gedacht. Also es ist wirklich erstaunlich, dass dann die Menschen quasi dann sozusagen, kann man das so sagen, eine Öffnung des Kanals erfahren durch diese ganze Geschichte und damit ganz einfach auch nochmal eine andere Anbindung an das haben, was wir ja alles so vermissen oder was die meisten Menschen vermissen. Sie sagen, also ihr habt ja dann auch das Thema Geborgenheit angesprochen. Aber um da nochmal auf dieses Seminar zurückzukommen, wenn die Menschen zu euch kommen, gibt es dann auch Leute, die bei denen es gar nicht klappt? Und wie geht ihr damit um? Also gar nicht klappen? Nein. Habe ich in der letzten Zeit nicht mehr erlebt. Also da ist die Frage, was ist gar nicht klappen? Ich habe hier ein Schriftstück von einer ehemaligen Teilnehmerin von uns, die, bevor sie sich bei uns angemeldet hat, uns geschrieben hat, dass sie bei jemand anderem versucht hat, das Sehen ohne Augen zu lernen. Und sie sagte, wir waren mehrere Menschen und es hat keiner irgendwelche Farben wahrgenommen, es hat keiner entweder mit geschlossenen oder mit verbundenen Augen irgendwas wahrnehmen können. Und dann habe ich gesagt, das haben wir bei uns, ich glaube, schon lange nicht mehr erlebt. Also Farben sehen, den Anfang, den kriegen die allermeisten Menschen bei uns hin. Und ich gehe, glaube ich, auch so weit, dass wir sagen können, so je nach Gruppendynamik, also je nachdem, wie eine Gruppe miteinander klarkommt, wie eine Gruppe sich unterstützt, würde ich sagen, liegen wir so zwischen 70% und 100% der Menschen, die mit verbundenen Augen bei uns lesend rausgehen. Und dann ist es eben auch so, wenn jemand das bei uns nicht schafft, dann darf er kostenfrei nochmal wiederkommen. Also wir freuen uns auch über Menschen, die weiter trainieren. Wir hatten jetzt gerade im letzten Seminar eine mutige Dame, die gesagt hat, wisst ihr was, ich komme nochmal, ich mache nochmal mit. Und die ist am letzten Tag belohnt worden. Die hat gebrüllt und hat gemeint, oh, meine Augen sind verbunden und jetzt kann ich da hinten die Fenster sehen. Ich sehe da drüben die Menschen. Die hat noch ihren Hund mitgebracht und hat sich über ihren Hund mit verbundenen Augen gefreut. Also die Menschen, die mutig sind, die dann weiter trainieren, die werden auch belohnt. Und wie gesagt, wenn man da am Ball bleibt, das ist ein Training. Ich sage immer, und die 5 Tage, die sind eigentlich ziemlich, eigentlich ist eine sehr, sehr kurze Zeit, um diese Fähigkeit zu erlernen. Die Leute machen einen riesen Satz in den 5 Tagen. Aber die Menschen sind so unterschiedlich. Das heißt, jeder kommt mit ganz eigenen Erfahrungen zu uns, mit eigenen Erkenntnissen, mit dem eigenen Leben, das er vorgelebt hat. Und jeder ist individuell und dann dauert es halt vielleicht beim einen anstatt 5 Tage, 10 Tage. Also, aber nachdem er rausgeht, ist jeder eigentlich so weit, um selber weiter trainieren zu können. Wir haben schon ganz oft halt nach dem Seminar Anrufe bekommen, so jetzt ist es auch bei mir aufgegangen, ich konnte ja sehen. Also es ist eine individuelle Geschichte. Man kann nicht sagen, wir malen den Menschen da irgendwas, Bilder unter die Maske, so dass jeder gleiche Wahrnehmung hat, sondern jeder tut sich das Feld selber erarbeiten. Und ich sage immer, das ist wie so eine virtuelle Realität, die man nach und nach, sich eröffnet und die nach und nach klarer wird. Weil am Anfang ist das eine sehr nebelige Geschichte und eine sehr trübe Geschichte. Und da ist halt unsere Aufgabe, die Menschen halt
durch diesen Prozess durchzuführen, dass es halt heller wird und dass die nach Hause gucken können. Wie ist es überhaupt von der Wirkung her? Ihr habt ja auch gesagt, die Leute verändern sich von der Persönlichkeit her. Ich glaube, ihr habt ja da auch noch ein paar Beispiele, die ihr dazu bringen könnt. Also es geht kaum einer unverändert bei euch oder keiner bei euch unverändert raus. Es geschehen Öffnungen. Und wie ist es bei den Kindern? Bleibt es dann oder muss man dann weiter trainieren? Wie sieht das aus? Kinder lernen das Sehen ohne Augen bei uns viel schneller als die Erwachsenen, als die großen Kinder. Für Kinder haben wir die Tagesseminare. Das heißt, Kinder kommen normalerweise so um 13.30 Uhr zu uns und dann trainieren wir bis um 17.30 Uhr oder 18 Uhr mit den Kindern zusammen, je nachdem, wie viel Begleitung die Kinder brauchen. Und dann können die Kinder das. Also die bekommen dann auch von uns ein Diplom mit, dass sie das geschafft haben. Und dann ist klar, Sequenz. Und wenn sie es dann können, dann ist es wichtig, dass sie zu Hause so 2 bis 3 Monate weiter trainieren, damit sie einfach eine Stabilität haben, für sich eine Sicherheit in dieser Fähigkeit. Das heißt, wenn ich mal, oder beim Fahrradfahren ist es ja auch so, wenn ich Fahrradfahren lerne, dann gehe ich ja nicht gleich raus auf die Hauptstraße und fahre Fahrrad, sondern ich fange ja erst mal ganz vorsichtig zu Hause irgendwo auf dem Hof an. Und dann habe ich vielleicht ein paar Stützräder hinten dran. Und wenn die Stützräder weg sind, dann halten Mama und Papa irgendwie noch das Fahrrad. Und dann werde ich sicherer und sicherer. Und irgendwann fange ich an und sage, oder irgendwann sagen dann die Eltern, okay, jetzt traue ich dir zu, dass du auf den Bürgersteig fahren kannst. Und wenn die Kinder dann weiter trainieren und weitermachen, irgendwann werden sie dann so sicher, dass man sagen kann, okay, und jetzt kannst du auf die große Straße. Und genauso vergleiche ich das Sehen ohne Augen auch sehr gerne. Das heißt, wenn man mal diese Stabilität oder sich diese Stabilität erarbeitet hat, wenn man mal gemerkt hat, okay, ich habe meine längere Zeit trainiert und das ist im Grunde genommen was ganz Natürliches, das ist nichts Merkwürdiges oder Außergewöhnliches, sondern das ist für mich genauso normal wie Zähneputzen oder Singen oder Fahrradfahren oder Klavierspielen, whatever. Wenn das einmal wirklich bei den Kindern etabliert ist in ihrem Bewusstsein und das wirklich sicher trainiert wurde, dann brauchen sie nicht dauerhaft zu trainieren, sondern dann kann man auch mal so eine Mindfold-Maske für ein paar Monate liegen lassen. Und ganz oft ist es dann so, dass die Kinder nach 5 Minuten wieder drin sind und merken, aha, da geht wieder was. Wobei das ganz unterschiedlich ist. Es gibt da einfach Kinder, die sind so stark von ihrer Persönlichkeit, die trainieren wenig und können es trotzdem, weil es in ihrem Bewusstsein drin ist, ah, ich konnte das schon, da gibt es da gar keine Diskussion. Und dann gibt es aber Kinder, die müssen dann halt wieder kurz die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Also das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben die Erkenntnis gemacht, aber das ist bei Erwachsenen und bei Kindern eigentlich gleich, dass es halt Typen gibt, wo recht schnell wieder drauf zugreifen können, wenn sie längere Zeit es nicht gemacht haben. Und wie gesagt, manche können ganz schnell drauf zugreifen und manche, die brauchen einfach eine gewisse Trainingszeit. Wir haben bemerkt, dass wir den Menschen halt ins Feld sehen ohne Augen zur Verfügung stellen. Wir hatten mal einen blinden Mann hier, der hat bei uns innerhalb von 10 Minuten alles gesehen. Und dann ist er aber rausgegangen und draußen war wieder alles schwarz und alles wieder dunkel wie vorher. Und dann kam er wieder und bei uns hat sich das Feld, wie gesagt, innerhalb von 10 Minuten wieder aufgebaut und dann hat er wieder alles gesehen. Also, worauf führst du das zurück? Das ist ja auch schon. Worauf führst du das zurück, dass das bei dem so war? Am Anfang ist das sehr und auch instabil. Und dann tut halt dein eigenes Bewusstsein und dein eigener Alltag spielt da dagegen oder spielt mit. Ich sage immer, wenn unsere Eltern uns das vorgelebt hätte, dass man mit Sehen ohne Auge, dass das so selbstverständlich ist, dann würde man gar nicht hinterfragen, dann würde man es einfach machen. Dann würde man einfach den Eltern ihre Fähigkeiten einfach kopieren und dann wäre das selbstverständlich. Aber wenn man zum Beispiel 30 oder 50 Jahre lang erlebt hat, dass es eigentlich mit verbundenen Auge oder mit geschlossenen Auge dunkel ist, dann ist es auch so. Und das ist in einem System verankert. Und bei blinden Menschen ist es halt nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Die haben halt mehrere Jahre meistens Dunkelheit gehabt. Und denen darf man halt, ich würde sagen, das Sehen ohne Auge ist denen leicht beizubringen. Was nicht leicht beizubringen ist, dass sie wieder sehen. Also man darf das musst du auch genauer erklären. Man darf die Blinde wieder dazu bringen, dass sie sich für das Visuelle immer wieder öffnen.
Also wenn du tausendmal was gesehen hast, dann siehst du es. Und wenn du tausendmal nichts gesehen hast, dann gibst du irgendwann auf, was zu sehen zu wollen. Und da darfst du dich wieder darauf einlassen, dass deine Aufgabe sehen ist. Und dass du in jedem Moment eigentlich diese Wahrnehmung aktivierst. Und das ist bei vielen Blinden halt deaktiviert. Also das bringt mich ja dann zu der Frage, dass, also hängt es irgendwie auch mit Glaube zusammen, dass man dann sagt, man glaubt einfach dran, dass man diese Fähigkeit hat? Ist das die Grundessenz von eurer Arbeit? Also die wichtig ist, um es überhaupt dann zum ins Entstehen zu bringen? Glaube, Vertrauen, denke ich mal, sind zwei ganz wichtige Faktoren. Aber nicht die Hauptfaktoren. Also wir hatten schon Menschen bei uns, die haben das Ganze doch in Frage gestellt und sind trotzdem zum Ergebnis gekommen. Auch wenn sie es hinterher nicht geglaubt haben, aber das Ergebnis, es war so. Von daher, ja, ich würde sagen, so wie Axel es gerade gesagt hat, das sind zwei gute Pfeiler, auf denen man das Sehen ohne Augen aufbauen kann. Aber ich denke, die Intention, die Absicht ist, glaube ich, noch entscheidender als Vertrauen und Glauben, dass ich wirklich diese Absicht habe und sage, okay, das ist mein Ziel, da gehe ich hin, das mache ich, das ziehe ich durch und gut. Also ich glaube, das ist nochmal eine Geschichte, die nochmal zusammen natürlich mit den anderen beiden Bausteinen zum Ergebnis führt. Mhm. Aus meiner Beobachtung aktuell. Vielleicht in 5 Jahren was völlig anderes, aber im Moment würde ich sagen, aus meiner aktuellen Sicht heraus ist es genau das. Naja, ich meine, es spricht ja auch dafür, weil wenn man eure Erfahrungsberichte jetzt einfach mal anschaut, dann gehen ja die Leute, die gehen ja mit einem Selbstbewusstsein bei euch raus, die sind anders. Ihr habt es ja auch schon bei mir auch mehrere Beispiele dann auch gebracht, dass diese Menschen sich verändern, dass sie plötzlich ein anderes Selbstbewusstsein haben. Und bei den Kindern war es ja dann auch extrem so, dass die dann eben, wie bei eurer Tochter eben, in der Schule ein ganz anderes Auftreten hatten. Also es müsste ja normalerweise, müsste ja sowas ein Schulfach werden, wenn man dann sieht, welche psychologisch guten Auswirkungen so eine Fähigkeit hat. Und dann ist es doch, es ist dann auch so, dass diese Fähigkeit öffnet, auch nochmal für nächste Fähigkeiten, weil ich denke mal, in uns Menschen schlummern ja noch ganz andere Dinge, von denen wir keine Ahnung mehr haben. Ja, das war ganz spannend. Ich habe mich, also nachdem wir das Buch gefunden haben oder nachdem unser Teilnehmer von damals uns dieses Buch mitgebracht hat vom Dr. Ulrich Warnke, Quantenphilosophie und Interwelt, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Herr Dr. Warnke, ich finde es sehr spannend, dass Sie hier ein Kapitel über Sehen ohne Augen veröffentlichen. Ich biete diese Möglichkeit an. Und das war auch ein sehr spannendes Gespräch, glaube ich, für ihn, weil ich habe mir sagen lassen, dass er in Hamburg mal anonym von uns erzählt hat und gesagt hat, das gibt es tatsächlich, da gibt es tatsächlich Menschen hier in Deutschland, die trainieren das. Und jetzt habe ich einen Faden nicht mehr gerade ganz, wir waren bei den anderen Fähigkeiten, die dann eventuell auch zugeschaltet werden. Danke, Sabina. Und er hat dann damals gesagt, wissen Sie, das war ja schon vor 100 Jahren bekannt. Und eigentlich hätten sich ja sämtliche Wissenschaftler darauf stürzen müssen. Aber das haben sie nicht getan. Und er sagt, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das Sehen ohne Augen ein Sprungbrett zu unseren geistigen Fähigkeiten ist. Und nochmal auf das Schulfach zu kommen. Es gibt Berichte darüber, dass es in Mexiko eine Schule gab, in der tatsächlich das Sehen ohne Augen in Schulklassen vermittelt wurde. Das Ganze hat aber dann aufgehört, nachdem die Kinder angefangen haben, die Gedanken der Lehrer zu lesen. Und dann war das ganze Thema ganz schnell wieder vom Tisch, weil sie gesagt haben, das geht uns jetzt zu weit, das wollen wir dann doch nicht. So, und ich denke mal, wenn jeder Mensch das Sehen ohne Augen beherrscht auf unserem Planeten, dann gibt es auch keine Unwahrheiten mehr, weil der nächste Schritt ist, ich sehe ja nicht nur das, was ich vor der Nase habe, sondern ich gucke ja dann auch außerhalb vom Raum. Ich hatte zum Beispiel eine ganz tolle Teilnehmerin, die war letztes Jahr im Februar bei uns und die war nicht so erfolgreich. Also die ist rausgegangen, tatsächlich mit Farben zu sehen und sie ist aber Rentnerin. Und sie hat gesagt, jetzt habe ich Zeit. Ich habe Herausforderungen mit den Augen, ich möchte das unbedingt können. Ich habe alles gelernt, was ich brauche, um zum Ergebnis zu kommen. Und sie hat sich jeden Tag 30 bis 45 Minuten hingesetzt, hat sie mir erzählt, 5-mal in der Woche und hat das Sehen ohne Augen trainiert. Und irgendwann war sie so fit, dass sie mit verbundenen Augen ihre Zeitung lesen konnte, was mit ihren physischen Augen nicht möglich war. Und dann war etwas sehr Erstaunliches, was sie mir erzählt hat. Sie hat gesagt, weißt du, ich habe Bilder in meine Maske eingespielt bekommen. Also ich habe mich gefragt, wie geht es gerade meiner Tochter?
Und dann kam das innere Bild, dass ich meine Tochter gesehen habe, wie sie 400 Kilometer von mir entfernt den Zaun gestrichen hat und wie dieser Zaun jetzt fertig gestrichen war. Und danach habe ich sie, nachdem ich dieses Bild eingespielt bekommen habe, habe ich meine Tochter angerufen und habe gesagt, Schatz, wie geht's dir? Und dann sagt sie, du, ja, ganz spannend, ich habe gerade unseren Zaun fertig gestrichen. Und dann lachte sie ins Telefon, hat sie mir erzählt und hat gesagt, ja, ich habe es gesehen. Ich kann nur das wiedergeben, was die Dame mir gesagt hat, wie weit das jetzt stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt und richtig ist, weil ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden mit Informationen. Aber ich weiß von anderen Menschen, die bei uns waren, die eben auch angefangen haben, durch Wände zu schauen, nachweislich, die dann gesagt haben, ja, es ist machbar, es ist möglich, Informationen in dem Feld abzurufen. Innerhalb des Raumes sind, ich denke, Remote Viewing verbreitet sich ja auch immer mehr im deutschsprachigen Raum. Wobei das Remote Viewing eben nicht auf Bilder abzielt und auf innere Filme wahrnehmen, sondern auf andere Wahrnehmungen. Aber hier geht es tatsächlich um ein visuelles Bild. Und da sind wir ja auch nicht die Einzigen, sondern da gibt es ja auch wieder andere Herangehensweisen, um Informationen bildhaft wahrzunehmen, die nicht im Raum sind. Deshalb, ich sage immer, es ist egal, wie man es nennt, ob man es Intuitionstraining nennt, was wir zum Sehen ohne Augen auch anbieten, ob man es morphogenetisches Feldlesen nennt, ob man es Remote Viewing nennt, Akasha-Chronik lesen. Es ist ein und dieselbe Fähigkeit. Du kannst diese Fähigkeit nicht neu erfinden. Du kannst immer nur neue Zugänge zu dieser Fähigkeit finden, weil diese Fähigkeit tragen wir potenziell alle in uns. Und das haben wir aus meiner Sicht schon alle mitgebracht und das werden wir auch mitnehmen, wenn wir gehen. Und wenn man das Leben als Schule betrachtet und wir sagen, okay, wir sind hier, um uns weiterzuentwickeln, wir sind hier, um unser Potenzial und unsere Fähigkeiten, Talente zu entfalten. Aus meiner Beobachtung heraus findet man mit dem Sehen ohne Augen so eine Art, ja, Booster, der einen weiterbringt. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine sehr harmlose Art und Weise, um in dieses Thema einzusteigen. Also man sieht eigentlich nur das, was man sonst auch sehen würde. Wenn man weiter trainiert, kann man natürlich durch Gegenstände durchgucken, man kann in den Raum und Zeit kann man springen. Aber am Anfang, wie wir das lehren, sieht man eigentlich das, was man sonst mit dem Auge auch sehen würde. Wo ich dann halt sage, das ist einfach eine sehr entspannte Art und Weise. Man braucht keinen besonderen Mut, weil für alles andere braucht man einen gewissen Mut. Wenn ich in andere Dimensionen gucke, da kann es halt sein, dass ich dann halt irgendwelche Gestalten sehe, die nicht so freundlich sind, wo ich mich vorher wirklich erstmal darauf vorbereiten muss, wo ich mich entsprechend schützen muss. Und das ist beim Sehen ohne Auge eigentlich nicht der Fall, sondern ich sehe eigentlich nur das, was ich sonst auch sehen würde, tue aber gleichzeitig meine Wahrnehmungskanäle schärfe, dann, wenn ich nämlich es brauche, dass ich dann halt mehr oder dass ich dann halt eine tiefere Wahrnehmung habe. Ein gutes Beispiel ist, eine von unseren ersten Kinderseminare, die wir gemacht haben, da waren Kinder dabei, die danach Tierkommunikation gemacht haben. Und da hat die Leiterin dann nachher gefragt, was denn die Kinder gemacht haben, weil die da so gut sind drin, weil sie da einfach einen deutlich besseren Zugang dazu hatte als die anderen Kinder. Und dann kam halt das Sehen ohne Auge als Erklärung daraus. Also es ist so eine Basis, die man da üben kann, die man trainieren kann. Was die Kinder und was die Erwachsenen nachher draus raushole, das ist ganz unterschiedlich. Also da haben wir schon alles erlebt. Also das aggressive Kinder plötzlich entspannter geworden sind, ruhige Kinder, die dann wieder einfach aktiver geworden sind, Mobbingopfer, die sich wehren konnte plötzlich und die plötzlich keine Opfer mehr waren. Also da haben wir schon sehr, sehr viel beobachten können, dass da eine starke Veränderung stattfindet, wobei wir nicht genau wissen, warum das der Fall ist. Also wir gehen davon aus, weil die Gehirnhälfte sich synchronisiere, dass da ein starker Ausgleich stattfindet, dass da innere Wahrnehmungen sind, dass die Kinder und Erwachsene wieder nach innen gehen. Mhm. Die heutige Gesellschaft wird ja alles nach außen fokussiert, dass die einfach wieder nach innen gehen, dass das ein sehr, sehr starker Faktor ist, der dazu die Kinder wieder zu eigene Persönlichkeiten macht. Und die Erwachsene. Also ich denke, das spielt alles eine große Rolle, aber das ist wirklich so individuell, was die Menschen da rausholen bei dem Sehen ohne Auge. Kann man Bücher darüber schreiben.
Das Ja. glaube ich auch sofort. Aber ich denke mal, eins ist richtig, dass jeder daraus gewinnt. Und für meine Begriffe, also ich weiß ja nicht, wie ihr es seht letztendlich, aber wenn ich das so reinspüre in das Ganze, dann merke ich, dass da halt einfach so die Verbindung mit der Quelle wieder kommt. Ja. Also das, was du auch gesagt hast, Axel, das ist nach innen gehen, was ja jetzt eigentlich auch der Zeitenwandel ist, dass wir nicht die Welt von im Außen leben, sondern von innen nach außen leben und halt auch unsere Schöpfertätigkeiten dann wieder erkennen. Und es ist so schön zu hören, so schön zu hören, dass es Menschen gibt, die das so fördern, auf eine Art und Weise, wo es dann auch bleibt. Wisst ihr? Oder wo dann auch diese Öffnung einfach da ist. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass nicht gewollt ist, wie ihr da jetzt auch von der mexikanischen Schule erzählt habt, dass die Gedanken gelesen werden, weil das erfordert natürlich dann auch eine Unschuld und Offenheit, die vielleicht manch einer noch nicht aufbringt. Und unsere Regierungssysteme, ich denke mal, da kann man ja auch dann so, ja, seine eigene Meinung darüber haben. Da wird ja auch viel verborgen. Und was wäre, wenn die Menschen tatsächlich in der Lage wären, das zu durchschauen? Das ist natürlich jetzt ein anderer Punkt. Vielleicht gehe ich da ein bisschen zu weit. Aber Ja, wir. ihr habt ja auch von der chinesischen Schule erzählt, ne? Dass das dann in China eigentlich sehr oft gelehrt wird. Und meine Frage war ja dann gewesen, wie kann es in so einem kontrollierten System gehen? Und ich denke mal, ich will jetzt die Antwort nicht vorwegnehmen. Die könnt ihr sicher besser geben, als ich das tun kann. Das ist ganz spannend. Wir hatten ja den Tom Campbell bei uns, der Gehirn- oder der Bewusstseinsforscher. Der war ja mit seiner Ehefrau und mit seiner Belegschaft bei uns im Seminar, im internationalen Seminar Wow. 2019. Und wir haben eine E-Mail bekommen von seiner Frau, die gesagt hat, oh, ich habe einen Gehirnforscher kennengelernt in England. Er ist Chinese und er interessiert sich für eure Arbeit. Ich würde gerne den Kontakt zwischen euch herstellen. Und das war Anfang Dezember 2022. Und wir haben uns dann auch per Zoom kennengelernt ein bisschen. Also er spricht perfekt Englisch, er ist jetzt auch seit über 20 Jahren in England. Und er hat mir gesagt, weißt du, in China gibt es über 100 Schulen, wo die Kinder das Sehen ohne Augen lernen. Aber die lernen da nicht nur das Sehen ohne Augen, sondern die lernen da noch ganz andere Sachen, weil da ist das Sehen ohne Augen nur die Basis. Und er hat mir aber auch erzählt, dass die größte dieser Schulen, die es in China gab, dass die von der Regierung zugemacht wurde, so nach dem also so unter dem Deckmantel, oh, das funktioniert ja nicht, also schließen wir hier mal. Aber er hat gesagt, aus dieser Schule sind über 100 weitere Schulen entstanden, die halt wesentlich kleiner sind, die halt verstanden haben, okay, wenn wir zu groß werden, dann passiert uns genau das Gleiche. Wir machen das praktisch im Untergrund, wir machen diese kleinen Schulen auf. Und dann nehmen wir Kinder und trainieren die Kinder dort. Und jetzt war ja deine Frage, wie kann man das in einem so kontrollierten Land machen? Weil ich habe ihn auch gefragt, ich habe gesagt, Mensch, China, da ist doch, ihr habt doch überall Kameras, ihr seid doch voll unter Kontrolle. Und dann hat er ein bisschen verschmitzt gelächelt und hat gesagt, weißt du, wir sind zu viele, die können uns alle gar nicht kontrollieren. Die haben zwar die Filme, aber die können nicht in jeden Film reingucken. Und das wissen wir. Ja, also das heißt, dadurch, dass es so viele Menschen sind im Gegensatz zu den Kameras und dem, was sie da aufnehmen, da sagt er so ganz extrem ist es dann doch nicht. Es kann mal sein, dass sie den einen oder anderen rausziehen, aber im Großen und Ganzen haben sie gar nicht die Kapazität, sich das alles anzuschauen. So. Und ich denke mal, mit dieser Antwort kann man dann irgendwie auch ein bisschen beruhigter leben. Wobei, ganz klar, wir haben im Moment herausfordernde Zeiten. Es ist gerade viel im Umbruch und ich denke, feinfühlige Menschen oder die ein bisschen ihre Kanäle offen haben, die bekommen das ja auch mit. Und was wir eben versuchen in unserer Arbeit, ist den Menschen eine Stärkung mitzugeben. Zu sagen, okay, schaut mal, klar, das Ganze ist im Moment nicht angenehm, aber wenn man sich überlegt, dass das Leben vielleicht ein Spiel sein könnte, indem wir unsere Spielfiguren transportieren mit unserem Bewusstsein, vielleicht auch eine große Illusion, dass man dann sagt, okay, komm, ich hole das Beste für mich raus, gebe das Beste weiter und guck, dass ich meinen Teil in diese Gesellschaft bringe, damit sich etwas verändern kann. Weil ich denke mal, gerade die letzten 2,5 Jahre haben ja viele Menschen traumatisiert, vor allen Dingen auch viele Kinder, die plötzlich mit ganz anderen Bedingungen zu tun hatten, als wir es damals in unserer Kindheit. Und wenn wir es schaffen, als Gesellschaft diese Kinder zu enttraumatisieren, und da sind ja auch schon viele Menschen dabei, die verstanden haben, wie wichtig das Bewusstsein ist im Erleben der eigenen Realität. Und ich glaube, wenn wir, die ein bisschen größer sind, da
den Kindern Hilfestellung und Unterstützung mitgeben können, dass die Kinder es dann wesentlich leichter haben, wieder in ihre Kraft zu kommen und das zu überwinden. Und für uns Erwachsene, denke ich, versuchen wir so gut wie wir können, den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie einen eigenen Schutz erschaffen können. Also ich würde nicht die Wahrheit sagen, wenn ich sagen würde, oh, ich sitze hier und ich habe vor gar nichts Angst. Quatsch, Blödsinn. Als das Ganze hier losging, ich habe eine Woche bibbernd auf meiner Couch gesessen und habe mich nicht mehr bewegt, weil ich so eine Angst hatte. So, und was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, hey, du bist Coach, was hast du gelernt? Und dann habe ich alles angewendet, was ich gelernt habe. Und wir kamen, nicht nur wir hatten ja Angst, sondern auch die Menschen, die zu uns gekommen sind, die waren ja auch mit einer neuen Situation konfrontiert. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir einen Podcast mit allem, was uns geholfen hat, alles, was wir gelernt haben, und stellen den Menschen zur Verfügung, weil wir einfach festgestellt haben, okay, da gibt es nochmal ein Werkzeug, das uns hilft, aus der Angst rauszukommen. Und wenn du vorhin von universeller Anbindung gesprochen hast, ja, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es jemanden gibt, der größer ist als wir, der einen Plan hat. Weil als ich auf die Welt gekommen bin, da gab es schon Bäume. Als ich auf der Welt war, gab es schon Gras. Ich habe kein Gras wachsen lassen. Und ich frage mich auch manchmal, oder wenn jemand kommt und sagt, na ja, aber wer soll das denn sein? Oder was? Warum soll es eine Kraft geben, die größer ist als wir? Dann sage ich, warum haben wir alle 37,8 Grad Körpertemperatur? Warum hast du nicht 23 Grad und dein Nachbar hat 52? Wir haben alle die gleiche Körpertemperatur. Also muss doch irgendeiner da sein, der einen Bauplan hat. Wenn mich einer fragen würde, ich würde mir keine Fingernägel wachsen lassen. Ich wäre auch nicht bereit, weißt du, wenn man mich fragen würde, Haare wachsen lassen, muss auch nicht möglich sein. Aber es ist so, es sind einfach Gegebenheiten, mit denen wir auf die Welt gekommen sind, die Naturgesetze. Und irgendeiner muss ja diese Naturgesetze erschaffen haben. Und deshalb sage ich immer, irgendeiner ist größer als wir und der weiß auch eine Menge mehr über das Leben als wir, mit großer Wahrscheinlichkeit, weil sonst wären wir nicht hier. Und wenn du mich fragst, aus meiner Sicht sind wir hier, um das zu entdecken und auch ein Stück weit unsere Ängste zu überwinden, weil es gibt kein Leben ohne Angst, das gibt es nicht. Und wenn du vorhin von Menschen gesprochen hast, die so viel erreicht haben, jeder, der hier sitzt, hat viel erreicht auf seine Art und Weise, weil es gibt auch Menschen, die sind nicht mehr da. Und was wir eben möchten, ist, dass jeder Mensch, der zu uns kommt, und da machen wir gar keine Unterschiede, der Mensch, der vor uns steht, der ist mir wichtig. Wenn du vorhin von Tom Campbell gesagt hast, oh, ganz ehrlich, ich habe noch kein einziges Buch von Tom Campbell gelesen. Warum? Weil ich gesagt habe, ich hatte zwei Reaktionen auf ihn. Die eine war, den Mann kenne ich nicht. Und die andere Reaktion war, oh mein Gott, das ist der wiedergeborene Jesus. So, und dann habe ich gedacht, wenn ich den jetzt bei mir im Seminar habe und ich lese seine Bücher, den kann ich nicht mehr normal behandeln, wie alle anderen Schüler auch. Oder wie alle anderen, was heißt Schüler? Wie alle anderen Menschen, die wir begleiten. Mhm. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich da überhaupt keinen Unterschied mache. Ein Bäcker ist genauso wichtig für unsere Gesellschaft wie jetzt ein Großkonzernler, eine Mutter. Es gibt für mich keine wichtigere Aufgabe, als Mutter zu sein. Weil eine Mutter, und da haben Wissenschaftler nachgeschaut, eine Mutter hat 17 Berufe in einer Tätigkeit. Und ohne Mütter, wenn die Mütter sich nicht um die Kinder kümmern, dann haben wir keine Gesellschaft mehr. Deshalb, ich möchte, wenn ich hier eine Chance habe, allen Müttern auch Stärke geben und sich ja nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Das habe ich auch in unserem Buch geschrieben. Eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Frauen hier haben, wenn wir Kinder haben, ist, dass wir diese Aufgabe wirklich mit Leidenschaft und Herz ausfüllen und unsere Zeit den Kindern am Anfang widmen. Die werden später irgendwann sowieso groß. Dann verlassen sie das Haus. Es ist eine Zeitspanne. Aber wenn wir in dieser Zeitspanne wirklich zu Hause für die Kinder da sind und den Kindern etwas Vernünftiges mitgeben auf ihrem Lebensweg, ich glaube, das ist die wichtigste und wertvollste Aufgabe, die wir hier als erwachsene Menschen haben, auch als Väter. Es gibt aus meiner Sicht nicht viel Wichtigeres als das. Das war ein wunderschönes Plädoyer für Familie, für Mütter und Väter. Vielen lieben Dank dafür. Das ist wirklich klasse. Also eine tolle Einstellung. Und wenn ich das vorhin erwähnt habe, gerade am Anfang mit diesen ja Prominenten, die ihr halt auch durch eure Seminare geschleust, dann genau deswegen, weil ich eben auch Anfragen bekomme von Lesern, sagen, ja, vielleicht können ja die das, aber ich. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal hier zur Sprache bringen. Und ich finde das wunderbar, dass ihr auch betont habt, dass das eine Fähigkeit ist oder überhaupt, dass wir Fähigkeiten in uns haben, die allen innewohnen. Nicht, also das ist in diesen Bauplan, den du jetzt auch erwähnt hast, mit Sicherheit genauso integriert bei jedem.
Und die Frage ist halt nur, wie weit kann ich das akzeptieren? Wie weit nehme ich diese Gnade, lass es mich mal so sagen, an, dieses Potenzial, das eben in uns innewohnt? Und ich glaube, es gibt ja auch einen Film, der jetzt mittlerweile deutsche Untertitel hat oder in Deutsch übersetzt ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das ist. Ich habe ihn in meinem Buch übrigens auch erwähnt, allerdings war er da nur auf rein Englisch erhältlich, der eure Thesen bzw. eure Arbeit unterstützt und sogar auch da mit den ganzen Fähigkeiten ja sogar noch weiter geht. Da geht ja dann auch in das Remote Viewing hinein und in viele andere Fähigkeiten, die dem Menschen innewohnen. Dieser Film heißt Superhuman. Genau. Wollt ihr vielleicht da noch ein bisschen was drüber sagen, über diesen Film? Ja, also ich von meiner Seite bin sehr, sehr dankbar, dass es diesen Film gibt. Weil dieser Film hat im Grunde genommen dazu beigetragen, dass viele Menschen verstehen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Richtig. Also was die Caroline Corey gemacht hat, und das haben wir ja auch in unserem Buch probiert, das Sehen ohne Augen so aus dieser No-Go-Szene rauszuholen, sondern zu sagen, hey, das ist was Natürliches. Das ist eine natürliche Fähigkeit, wie zum Beispiel Schreiben lernen, wie Klavier spielen lernen, wie Fahrrad fahren. Das war ganz nett. Wir hatten ein Seminar in München, da hatte ich eine Teilnehmerin, die ist neben mir gelaufen und sagte, Evelyn, ich fühle mich so besonders, weil ich das jetzt kann. Und dann habe ich sie angeguckt und hat sie gemeint, hast du irgendwas, was mich auf den Boden der Tatsachen zurückbringt? Und da habe ich gemeint, weißt du was? Das hier ist wie Fahrradfahren, das kann jeder lernen. Also du brauchst gar nicht deshalb abzuheben. Dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, ja, das hat geholfen. Es ist einfach so. Es ist, wie du sagst, es ist eine Fähigkeit, die wir mitgebracht haben. Wobei es ist halt eine Möglichkeit, um halt solche Fähigkeiten zu stärken, um solche Fähigkeiten auch selber an sich zu entdecken. Ich denke, das ist bei ganz vielen Leuten, die lesen Bücher und wissen aus den Büchern und aus Erfahrungen von anderen, wissen sie ganz viel. Aber eigene Erfahrungen in der Richtung machen die wenigsten. Und ich denke mal, es kommt im Leben kommt es halt auf die praktische Erfahrung an. Und deswegen mag ich eigentlich dieses Seminarkonzept so, weil wir weggehen von hauptsächlich Theorie in den praktischen Teil. Das heißt, unser Seminar ist sehr, sehr praxisorientiert. Also die Menschen werden sehr viel trainieren, sowohl ihre Intuition als auch das Sehen ja auch. Und das finde ich, das macht eigentlich das Seminar so spannend. Die Leute arbeiten an sich. Sie hören nicht nur irgendwie schöne Geschichten zu oder Erlebnisse von anderen, sondern sie entdecken sich selber. Und sie gucken selber, wo stehen sie gerade. Sie gucken selber, wie kommen sie mit der Situation klar. Die Menschen schauen, muss ich eher nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten. Also jeder macht es auf seine Art und Weise. Und das finde ich eigentlich das Spannende der Geschichte. Ich sage immer, wir haben schon einige Seminarteilnehmer gehabt, die haben uns zum Beispiel auch erklärt, wie das Sehen ohne Auge funktioniert, weil sie schon 5 Bücher gelesen haben. Aber im Endeffekt wissen sie gar nichts. Sie wissen wohl eine Theorie drüber, aber wie es funktioniert, wissen sie nicht, weil sonst wäre sie nicht zu uns gekommen. Und manchmal haben wir es dann mit denen eigentlich überhaupt nicht leicht, weil die wissen so viel. Und dann lassen sie sich auf das, was wir erzählen, gar nicht wirklich ein, weil sie ja glauben zu wissen, wie es funktioniert. Das ist wieder der berühmte Kelch, der zu voll ist und dann kann man ihn nicht mehr füllen. Ne? Also da soll man recht offen sein. Und umso offener, umso kindlicher, umso neugieriger, umso freier man ist, umso leichter ist es eigentlich auch, so eine neue Fähigkeit zu entdecken. Wobei die Grundmotivation, die Intention ist da schon sehr wichtig, wie die Evelyn es vorhin gesagt hat. Ja, nochmal zurück auch zu Caroline Corey. Also ich denke mal, sie hat ja auch den Mut gehabt, mit dem Thema rauszugehen. Ja. Und also ich bewundere ihren Mut und ich bewundere sie auch als Persönlichkeit, weil sie hat ja auch in Amerika, hat sie etwas Größeres aufgebaut. Das findet man auch bei uns im Buch. Wir haben unser Buch so strukturiert, dass man für jede Textzeile praktisch einen QR-Code hat, mit dem man dann auch auf die entsprechenden Seiten kommt. Und sie hat doch da viele Menschen, die sie praktisch auch in spirituellen Praxisen unterstützt. Und das finde ich toll, dass diese Frau eben, wie gesagt, so mutig ist und gesagt hat, okay, ich gehe mit diesem Thema raus, ich mache das ganz groß. Und für unsere Arbeit hier in Deutschland war das eben eine Riesenunterstützung. Und ich habe mich so gefreut, dass sie gesagt hat, ja, Evelyn, ich gebe dir ein Feedback für euer Buch.
und schreibe rein oder gebe dir das Statement, warum ich eure Arbeit mit in meinen Film aufgenommen habe. Weil das steht auch im Buch drin, wir sind 2,5 Minuten in diesem Film zu sehen. Und das kam auf eine sehr lustige Art und Weise. Und wie gesagt, das kann man eben auch im Buch nachlesen. Aber diese 2,5 Minuten haben eben dazu beigetragen, dass viele Menschen zu uns gekommen sind, die gesagt haben, aufgrund dieser bunten Maske, die wir da gesehen haben im Film, haben wir den Film angehalten, haben uns das angeschaut und sind wir zu euch gekommen. Ja, ich war da auch schwer beeindruckt, als ich euch in dem Film gesehen habe. Also es ist ja wirklich fantastisch. Axel, halt doch nochmal dein Buch in die Kamera. Sei so lieb. Warte mal, sag mal was dazu, damit du als Sprecher reinkommst. Ja, das ist das See ohne Auge Buch, das wir vor zwei Jahren veröffentlicht haben. Und hier geht es aber nicht wirklich darum, wie man das selber erlangen kann. Also da steht wohl Praxisbuch drin, weil das aus der Praxis ist. Also wir erzählen sehr, sehr viel aus der Praxis. Aber über das Buch zu lernen, steht eigentlich auch drin, wie es funktioniert. Aber da muss man wirklich jemand sein, der offen ist, der ein Autodidakt ist, der über die erste Hürde und die zweite und dritte und zehnte Hürde das Sehen ohne Augen alleine durchkommt. Also da kann man es erlangen, aber die breite Masse wird es über das Buch meines Erachtens nicht schaffen. Also das ist halt unsere Erfahrung, was die Leute uns als Feedback gegeben haben. Manche sind traurig, weil sie sagen, hey, da ist ja keine Anleitung. Im Endeffekt steht es drin, wie es geht, wie wir es machen. Aber es reicht halt für das Bewusstsein nicht, weil es geht wirklich darum, dass die Menschen vom Bewusstsein her sich dafür öffnen und dann an der Sache dranbleiben. Und wie gesagt, wir geben halt dieses Feld, wir wissen halt, wir haben tausende von Leuten schon das See ohne Auge beigebracht, wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben das blinde Menschen schon beigebracht, wir wissen, dass es geht. Also da sind wir den Menschen, die das halt selber probieren, ein Stück weit voraus. Und das macht eigentlich unsere Arbeit für uns leichter und deswegen ist eine Gruppe auch leichter. Glaube ich auch. Also erstens mal spielt ja da die Gruppendynamik auch mit rein und all diese ganzen Punkte, die ihr dann aufgelistet habt, also diese positive Stimmung und all diese Sachen, ich meine, da wird man ja aufgefangen. Und ich denke mal vor allem, also ich fand euer Buch fantastisch, mich hat es also voll gerissen, als ich es gelesen habe. Und ich bin ja dadurch auch auf diesen Superhuman-Film gekommen, aber ich fand das Buch allein deswegen so klasse, weil so viele Beispiele drinstehen von Leuten, die das gemacht haben und die dann darüber berichten, was es ihnen gebracht hat. Und es ist genau das, was ich zum Beispiel jetzt lesen will. Also ich will wissen, was habe ich davon. Und vielleicht auch noch eine kleine Frage da so zwischenrein. Kann man sagen, dass es generell die medialen Fähigkeiten schult? Auch das Seminar Sehen ohne Augen Seminar? Ja. Dass man sich öffnen kann für die medialen Fähigkeiten, weil es gibt ja, also ich glaube, es hat keine Zeit gegeben, in der jetzt Channeling-Medium und was nicht alles, Akasha-Chronik-Leser und so weiter geboomt haben. Und ich habe irgendwie jetzt nach unserem Gespräch den Eindruck, dass man tatsächlich auch lernen kann, das selbst zu machen und das morphogenetische Feld Akasha-Chronik XYZ, wie man es nun auch nennen möchte, anzuzapfen. Kann man das so stehen lassen als Aussage? Also wir empfinden das Sehen ohne Auge als erweiterte Wahrnehmung. Und du trainierst eine erweiterte Wahrnehmung. Und wenn du eine trainierst, trainierst du auch alle andere Wahrnehmungen. Okay. Also damit hängt alles mit allem zusammen. Die Menschen fragen auch, warum trainieren wir Intuition und Sehen ohne Auge? Aus unserer Sicht ist es eins. Es ist einfach eine erweiterte Wahrnehmung, eine ganzheitliche Wahrnehmung, die von innen rauskommt. Und wenn du einen Kanal trainierst, dann stärkt es auch ganz, ganz klar die anderen Kanäle. Also wir haben schon ganz oft Leute bei uns gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe Vorausahnungen jetzt plötzlich. Ich weiß halt, was passiert. Und auch unser Sohn, der manchmal lieber möchte, dass wir irgendwelche ganz normale Berufe nachgehen, hat jahrelang das Sehen ohne Auge irgendwie eher boykottiert. Weil er gesagt hat, hier, das ist halt nicht erklärbar. Das ist, wenn du draußen davon erzählst, dann eckt man an. Und das ist alles so ungreifbar. Und mir wäre es lieber, wenn ihr ganz normale Berufe hättet. Aber vor 2 Jahren hat er mal zu mir dann gesagt, naja, eigentlich ist es ja voll cool, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, dann kriege ich denn ihre Gedanken mit und dann weiß ich vorher schon, was die sagen wollen. Und dann kann ich da im Vorfeld
mir schon Gedanken mache, was ich denn antworte und wie ich darauf reagiere. Also es wäre total cool. Also man entwickelt Fähigkeiten, und die eigentlich sowieso da sind, Wahrnehmungen, die da sind, und man bekommt ein feineres Gespür dafür. Und natürlich darf man halt natürlich auf diese Impulse achten. Und, aber mit diesem Seh ohne Auge wird das irgendwie verstärkt. Also dieser innere Kanal, der wird ganz klar vergrößert, erweitert, wie die Resonanz nachher bei den Leuten ist und was die Leute dann nachher draus machen, ist wieder eine ganz individuelle Geschichte. Also wir haben manchmal auch schon Blinde gehabt, die haben angefangen wieder zu sehen und denen gesagt, hoppla, ich höre lieber wieder auf, das ist mir zu viel, was ich da wahrnehme. Ich sehe wieder mehr Sachen, die will ich gar nicht sehen. Und also man bekommt eine erweiterte Wahrnehmung. Und ich denke mal, wenn die nutzt und wenn du die ein bisschen pflegst, erweitert sie sich in alle Bereiche. Wunderbar. Also das ist wirklich fantastisch. Jetzt habe ich ein paar Fragen im Chat, die würde ich euch gerne mal vorlesen, wenn ich darf. Also eine davon ist zum Beispiel, ob das Sehen mit dem dritten Auge ist. Das haben wir ja auch in unserem Buch geschrieben. Es gibt ja mehrere Theorien, die nebeneinander stehen. Mhm. Auf der einen Seite, ja, es gibt diese Theorie über das dritte Auge. So, dann gibt es aber noch eine zweite Theorie, die direkt nebendran steht, und zwar, wenn Menschen Nahtoderfahrungen haben und sie verlassen ihren Körper, dann sind sie, also viele Menschen, die diese Nahtoderfahrung hatten, die zurückgekommen sind, haben gesagt, ich habe noch dieses Bewusstsein, ich hatte auch noch meinen Körper, ich hatte meine Hände, meine Beine, die habe ich noch genauso wahrgenommen wie vorher, auch wenn ich meinen physischen Körper nicht mehr hatte. So, da haben wir die praktisch die Theorie vom zweiten Körper. Und die dritte Theorie, die hatte ich, um den Namen nochmal zu sagen, vom Dr. Ulrich Warnke, da hatte ich im letzten Gespräch, was ich mit ihm hatte, sagt er mir, wissen Sie was, für mich ist das ganz klar, das Unterbewusstsein übernimmt die Fähigkeiten der Augen, der Ohren, wenn die nicht in der Lage sind, das selber zu steuern oder zu machen. So, und jetzt haben wir drei Theorien nebeneinander und ich sage, hey, was nutzt mir denn die schönste Theorie? Ich bin Praktikerin und solange ich das reproduzieren kann, was ich hier tue, ganz ehrlich, wofür brauche ich eine Theorie? Und das Beste ist ja, wenn man diese Fähigkeiten schult, kommt man vielleicht selbst auf die Lösung, weil dann irgendwo eine Antwort im morphogenetischen Feld oder in der Akasha-Chronik schwebt, die man abrufen darf. Ja, oder vielleicht ist es alles drei, aber es ist für mich gar nicht relevant. Ja, gar nichts davon. Oder gar nichts davon, weil es gibt ja auch wieder die Geschichte, dass es Menschen gibt, die ohne Gehirnbewusstsein haben und ganz normal arbeiten. Da gibt es ja auch Erfahrungsberichte, die mittlerweile nachweislich durchs Internet gehen. Also das ist, ja, das stimmt. Das, was wir Realität nennen. Und ich denke mal, wenn wir darüber jetzt anfangen würden zu philosophieren, dann hätten wir wahrscheinlich bis heute Abend um 24 Uhr noch einen Chat. Das ist richtig. Wie gesagt, also ich bin da sehr, sehr pragmatisch. Ich bin generell, was alles um mich herum angeht, sehr pragmatisch. Also Freunde von mir haben neulich gelacht, weil ich gesagt habe, weißt du, ich benutze ein Telefon, aber wenn du mich jetzt fragst, wie so ein Ding funktioniert und warum ich jetzt den Menschen, der da vielleicht 400 Kilometer von mir entfernt höre, ich kann es nicht beantworten. Das kannst du, wenn du dich damit tiefer auseinandersetzt. Natürlich, ich habe mich danach auch ein bisschen hingesetzt, ehrlicherweise. Aber für mich ist wichtig, dass Dinge funktionieren. Und wenn etwas funktioniert, nachweislich funktioniert, und ich sehe das, dann kann ich mich auch dahinter stellen, um nochmal zu den Zweifeln zu kommen. Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, naja, ob das Ding hier wirklich blickdicht ist, ob das nicht doch irgendwo eine Möglichkeit gibt, durchzuschauen. Als ich das erste halbe Jahr gearbeitet habe, hatte ich diese Zweifel auch. Ich habe mit vielen Kindern gearbeitet und die Kinder haben das, was wir auch in dem Video gesehen haben, beziehungsweise wir hatten jetzt ein Video, das heute rauskam, wo man am Anfang das Gefühl hat, okay, da ist ein kleines Loch, durch das ich schaue und es wird immer größer. Sondern hat man das Gefühl, es ist wie eine Art Fernrohr, das man mit den verbundenen Augen wahrnimmt. So, und jetzt hast du ganz viele Kinder, die zu ihren Eltern kommen und sagen, Mama, Papa, da ist ein Loch in der Maske. Und irgendwann denkst du, okay, ist das hier vielleicht alles echt oder habe ich mich in irgendeine Richtung verrannt, die vielleicht doch nicht wirklich funktioniert? So, und als ich genau an dem Punkt war, mit dem Vermitteln dieser Methode an Kinder, hatten wir zwei sehbehinderte Mädchen bei uns. Und die beiden sind mit 10% Sehfähigkeit auf die Welt gekommen, was ich heute so nicht mehr machen würde. Ich habe damals mit dem im Kinderseminartermin gearbeitet. Es ist gut gegangen. Also die hatten nach 4 Stunden, waren die in der Lage, plötzlich Fenster erkennen zu können, die 30, 40 Meter von ihnen entfernt waren. Und das ging ja von Geburt an nicht. Also ich weiß noch, wir haben hier bei uns gearbeitet. Ich bin mit denen raus auf den Spielplatz
habe die auf den Spielplatz gestellt und habe gesagt, da hinten ist ein Haus, was seht ihr? Und dann fing die plötzlich an, da ist ein Fenster, habe ich gefragt, sind da Vorhänge? Ja. Das nächste Fenster, nein, das hat keine Vorhänge. So, 4 Tage nach dem Training rief mich die Mutter der beiden sehbehinderten Mädchen an und sagte, Evelyn, das ist fantastisch. Die beiden, die können mittlerweile lesen. Das konnte ich vorher nicht. Vorher hat kein Lesegerät und keine Leselupe gereicht, damit sie lesen können. Jetzt setzen sie die Mindfold-Maske auf, nachdem sie mit ihr trainiert haben, und sie können lesen. So, was die Mutter dann verzweifelt versucht hat, war, in die Schulen der Kinder zu gehen. Sie hat es damals gezeigt und ihr wurde gesagt, was wir auch schon zu hören bekommen haben, nein, das wollen wir nicht. Die Kinder durften noch nicht mal in den Pausen diese Masken aufsetzen, weil die Menschen Angst hatten, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Und dann sage ich, das ist nicht das richtige Denken. Mhm. Wenn man umschult, man kann so einfach umschulen und kann sagen, okay, auch wenn ich im Sehbehindertenbereich arbeite, kann umschulen und dann habe ich etwas, was ich dazugeben kann. Es gibt so viele blinde und sehbehinderte Menschen auf unserer Erde. Und man könnte so vielen Menschen damit helfen. Und manche Menschen brauchen auch ein bisschen mehr Begleitung. Wir sagen, wenn es ist kein Geschenk, man darf was nein, dafür tun. Nein, teilweise gerade ja. Als blinder Mensch. Wir sagen, wenn blinde Menschen zu uns kommen, mindestens 2, manchmal auch 3 oder 4 Seminare, braucht man oder brauchen diese Menschen, um wirklich das Sehen ohne Augen für sich im Alltag einsetzen zu können. Und das ist Durchhalten. Also ich sage immer, bei uns gewinnen die Kämpfer, bei uns gewinnen die Menschen, die Biss haben, die sich durchgeboxt haben im Leben und die bis zu uns gekommen sind und diesen Kampf jetzt aufnehmen und sagen, okay, und ich trainiere so lange, bis ich das Ergebnis habe, was auch ein Mensch erreicht hat, von dem ich sehr, sehr dankbar bin, dass er sich hier in unserem Sehen ohne Augenbuch auch zu Wort gemeldet hat, so mutig war, vor die Kamera zu gehen, nämlich der Vizepräsident der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe Baden-Württemberg e.V., der Harald Fraase, der hier wirklich ein 3/4 Jahr gekämpft hat und heute nachweislich in der Lage ist, lesen zu können, Billard spielen zu können, obwohl seine Augen, seine Sehnerven komplett ausgeschaltet sind. Mhm. Er hat aber dieses Training durchgehalten und es war für ihn auch nicht einfach. Aber er war ein Kämpfer, er war schon von klein auf ein Kämpfer, ist auch in ein Umfeld geboren worden, wo man ihn praktisch dazu motiviert hat zu kämpfen. Und als er dann bei uns war, wusste er, okay, das hier ist ein Training. Wenn ich das durchhalte, dann werde ich für dieses Training belohnt. Und er hat durchgehalten. Deshalb, ich habe einen ganz großen Respekt vor diesem Mann, der auch so mutig ist und rausgegangen ist in die Öffentlichkeit. Weil diesen Mut musst du erstmal haben, zu sagen, okay, ich stelle mich vor eine Kamera, ich gehe raus, ich sage den Menschen, das hier funktioniert. Und dass er dann gesagt hat, okay, ich unterstütze das Ganze mit meinem Namen. Weil er hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht. Aber er hat es gemacht und ich bin ihm so unglaublich dankbar dafür. Und er ist ja nicht der Einzige. Wir hatten ja auch andere tolle blinde Menschen. Rainer und Petra. Wir haben auch ein Video vom Rainer oder 2, 3 Videos bei uns auf dem YouTube-Kanal. Auch ein blinder Mann, der auch trainiert hat, der auch viel gemacht hat. Wir hatten einen Reporter, der den Rainer interviewt hat. Und an diesem Tag war er richtig gut drauf und hat 30 Meter entfernt die Dachziegeln gesehen und hat sogar nicht nur die Dachziegeln erkannt, sondern hat auch gesagt, welche Art von Dachziegeln das ist. Ja, der Reporter hat damals geguckt wie du und hat auch den Kopf geschüttelt und gesagt, mein Gott, das ist eine Sensation. Nachdem er ihm den Blindenausweis hingehalten hat und hat gesagt, hier, da sehen Sie, ich bin offiziell blind, ich habe nur noch 1% Sehfähigkeit. Und das sind Menschen, die uns unterstützt haben auf unserem Weg. Und für diese Unterstützung sind wir beide auch sehr, sehr dankbar, weil ohne diese ganze Unterstützung, die wir bekommen haben, auch von Gabriele Eckert, die CQM verbreitet, wen haben wir noch? Ludger Quante, das sind alles Menschen, die uns auf unserem Weg helfen, die sich hinter uns gestellt haben mit ihren Namen, die sie sich erarbeitet haben und haben gesagt, ja, ich gebe euch meine Stimme, ich gebe euch meinen Namen, um das hier zu fördern, damit die Menschen aufwachen und begreifen. Und das ist nicht selbstverständlich. Deshalb, wir sind sehr, sehr dankbar für all die Hilfe, für all die Unterstützung, die wir bekommen haben. Also das habt ihr auch in aller Form verdient. Also das ist wirklich fantastisch. Ich finde es so schön, was ihr macht. Aber ich habe jetzt ganz viele Fragen im Chat. Ich lese jetzt mal vor und ich denke mal, damit wir es jetzt nicht so ausdehnen, weil es sind echt viel jetzt geworden, vielleicht mit der Bitte um... Kurze Antwort, ganz genau, wir schauen mal. Also eine Frage habe ich hier, kann man diese Fähigkeit denn auch ein- und ausschalten? Ich denke daran, wie es ist, wenn man zu Bett geht und schlafen möchte, dann möchte man ja auch nichts mehr sehen.
schlafen wie die Murmeltiere. Und alle anderen, die zu uns kommen, auch. Wobei am Anfang ist man froh, wenn es auftaucht. Also am Anfang ist es nicht ganz so kontrollierbar, aber nach und nach wird es immer kontrollierbarer. Und dann entscheidet man an oder aus. Mhm. Da komme ich dann gleich mal auf eine Frage, die steht ein bisschen weiter unten. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig zusammen, ob eben eure Maske dafür entscheidend ist, um das zu lernen, oder ob es reichen würde, einfach die Augen zuzumachen. Ich meine, ihr verwendet eure Maske, weil ihr wisst, sie ist blickdicht, und bei anderen könnt ihr das ja nicht bestätigen unbedingt. Aber wie ist es, wenn Leute dann nur die Augen zumachen? Wie sieht es damit aus? Wir haben doch am Anfang den Trailer gespielt, ja. Der Schweiz. Da waren ja 10 Menschen, die Augen zu hatten und die Handbewegung vom Achsel nachgemacht haben. Die hatten alle die Augen geschlossen. Deshalb standen die da. Ich denke mal, mit geöffneten Augen wäre das ja keine Kunst gewesen. Dann hätten wir sie auch nicht gefilmt. Wobei nicht wir sie gefilmt haben, sondern es war eine Seminarteilnehmerin, die in diesem Schweizer Seminar dabei war und die dann auch professionell arbeitet, die dann gesagt hat, okay, das hier möchte ich filmen. Und so haben die Teilnehmer gefragt, wer ist denn bereit oder wer ist so fit mit geschlossenen Augen, dass er sich da vorne hinstellen kann und kann die Bewegung vom Achsel nachmachen und ist zusätzlich auch noch bereit, sich dabei filmen zu lassen. Wunderbar. Also es klappt mit geschlossenen Augen, muss man halt dann auch ehrlich sein und sie wirklich zulassen. Und man braucht also damit auch nicht eure spezielle Maske. Also an dieser Maske ist jetzt nichts Besonderes, nur dass sie eben nur besonders blickdicht ist. Besonders blickdicht, und wir haben uns halt für eine Maske entschieden, sodass das einheitlich ist. Okay. Wobei man mit jeder anderen Maske genauso trainieren könnte. Mhm. Weil im Endeffekt geht es ja nicht um die Maske, es geht um das, die Maske ist bloß ein Werkzeug. Mhm. Um die künstliche Dunkelheit zu erschaffen. Okay. Also wir hatten Kinder in den Schulen, die haben, nachdem sie länger trainiert haben, haben sie uns erzählt, sie haben im Sportunterricht Schals um die Augen bekommen. Und die konnten auch durch die Schals durchgucken, aber die mussten halt ein bisschen trainieren. Mhm. Und wir haben auch Videos von Kindern, die die Augen abgeklebt haben, die können es auch. Okay, vielen Dank erstmal für die Beantwortung. Jetzt haben wir die nächste Frage. Wie kann man blinde Menschen dazu bringen, zu lesen? Kennen die denn die Buchstaben? Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben blind geborene Kinder schon dazu gebracht, die Brailleschrift kannte. Mhm. Und dann hat der Papa von dem blind geborenen Junge hat dann aus Ton so die Buchstaben geformt. Und dieser Junge hat innerhalb von 5 Tagen diese Großbuchstabe dann auch lesen können. Und das Spannende war, ich weiß nicht, ob es in diesem Seminar oder im folgenden Seminar war, dann sind wir mit dem Jungen, mit dem geburtsblinde Junge auf den Parkplatz gegangen, und dann hat er uns die Nummernschilder gelesen von den Autos. Und dann hat er die erste 2 Buchstaben genannt, die kannte er ja. Und dann hat er gesagt, hier, das sieht aus wie ein Kreuz mit so einem Strich da von links oben nach links unten. Und dann war das eine 4. Und dann hat er gemeint, das nächste könnte vielleicht auch eine Zahl sein. Das kennt er auch nicht. Das sind 2 so Halbkreise übereinander. Also war das die 3. Also er hat sich dann halt visuell gesehen, aber er kannte die Zahlen halt nicht. Oder wir hatten eine blinde Dame, die hat gesagt beim Training, ja, sie kennt nur Großbuchstaben. Und da sieht sie den ersten Buchstaben, den sieht sie, das ist ein F. Und bei dem 2. Buchstabe sieht sie einen Strich mit so einem Bogen dran, aber das kennt sie nicht. Das ist halt ein Kleinbuchstabe, hat sie nie gelernt. Also die kannte das R nicht, das kleine R. Also das ist sehr, sehr spannend. Für uns ist es alles so selbstverständlich. Aber die Kinder und Erwachsene, die das vorher noch nicht gekannt haben, sehen es wohl, aber sie haben halt noch kein Wort dafür. Und da ist die Aufgabe halt, ein Wort zu finden und das halt in ihrem System da irgendwo mit reinzubekommen. Und bei Kindern geht es halt natürlich mega schnell. Wir waren erstaunt, wie schnell der Junge die Buchstabe, die er kannt hat, mit dem visuellen Bild verknüpft. Was für ein Segen. Ist das ein Segen? Oder für so blinde Menschen ist es doch ein unglaublicher Gewinn, wenn dann solche Fähigkeiten, also wenn man da lesen kann in diesem Sinne. Ja, ja klar. Hallo. Fasziniert nach wie vor, immer mehr eigentlich. Also ich gehe jetzt mal weiter mit den Fragen, weil das jetzt kommen immer mehr rein. Ich wüsste gerne, wie sich das genau auf die Kinder auswirkt, die in der Schule Schwierigkeiten haben. Verändert sich durch das Sehen ohne Augen die Hirnstruktur, beziehungsweise bilden sich neue Synapsen?
Wahrscheinlich, ja. Also davon gehen wir aus, wobei, und das muss man ganz klar sagen, jedes Kind ist unterschiedlich. Also wir hatten schon Kinder bei uns, die wurden angemeldet in der Hoffnung, dass sich die Schulnoten verändern. Und da haben sich die Schulnoten nicht verändert. Aber die Kinder haben plötzlich angefangen, ihr Talent zu entdecken, was sie mitgebracht haben in dieses Leben. Also ein Junge hat plötzlich angefangen zu singen und singt jetzt im Basler Knabenchor. Ein anderer Junge hat angefangen und ist im Tischtennis besser geworden, wobei er angemeldet wurde, weil die Mutter sich erhofft hat, dass er den Übergang von der Hauptschule in die Realschule schafft. Das hat nicht funktioniert. Aber das ist ein toller Kerl, der sehr wach ist, der sehr hell ist und der auch, glaube ich, ein sehr zufriedenes Leben hat. Du bist ja öfters mit ihr in Kontakt. Und daher, jedes Kind ist unterschiedlich und wir wollen, dürfen und können niemandem irgendwas versprechen. Natürlich gab es viele Fälle, wo sich die Noten dann verbessert haben. Wobei, seitdem wir das mit unseren Kindern trainiert haben, steht unter jeder, also wir haben Poster, wenn wir rausfahren oder wir haben Auswärtsseminare und haben Organisatoren, die uns organisieren, dann haben wir Poster. Und auf jedem Kinderseminar Einladungsposter steht drauf, bei gleichbleibendem Lernaufwand verändern sich die Schulnoten. Weil unsere Kinder, die haben sich dann in der Schule verbessert, haben gesagt, hey, das läuft ja, es funktioniert ja, was soll ich denn jetzt noch weiter lernen, kommt ja. Und dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, oder die haben ganz schnell festgestellt, nee, das kommt nicht so einfach, ich muss ja was tun. Natürlich ist es ein bisschen leichter mit dem Sehen ohne Augen. Natürlich hatten wir Kinder hier, die in der Schule plötzlich sich besser konzentrieren konnten, die leichter lernen konnten, aber eben nicht alle Kinder. Und jedes Kind ist unterschiedlich. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann angefangen habe, unser Schulsystem zu hinterfragen und nicht mehr mit unseren Kindern, weil ich gesagt habe, was ist das mit dem Schulsystem? Wenn wir das Fass jetzt noch aufmachen würden, dann würden wir nicht bis um 12 hier sitzen, sondern bis um 3:30. Aber das ist ein super spannendes Thema. Vor allen Dingen geht es ja dann auch schon wieder in das Superlearning rein. Und ich denke mal, oh mein Gott, da könnte man wirklich reden, dann bis 4 Uhr früh, das stimmt. Ich gebe euch stattdessen mal die nächste Frage. Okay. Wie geht ihr denn im normalen Leben miteinander um? Wisst ihr alles voneinander, wenn ihr solche Fähigkeiten habt oder mit euren Fähigkeiten? Dadurch, dass wir Tag und Nacht zusammen sind, wissen wir viel voneinander. Und für ein paar Jahre zusammen. Aber nicht alles. Nein, definitiv nicht alles. Und ich denke, das ist auch ganz gut so. Ja, das ist richtig. Ja, aber man kennt sich schon. Ja. Man spürt halt, ich meine, die Erkenntnis der letzten Jahrzehnte ist halt, du kannst mit einem Partner sehr, sehr gut zusammenleben, wenn du offen und ehrlich bist. Und im Endeffekt, wenn sie mir irgendwas verheimlicht, das steht auf ihrer Stirn, da ist was, da stimmt was nicht. Oder sie ist mit irgendwas nicht einverstanden mit dem, was ich mache. Das kommt sofort rüber. Also man spürt sehr, sehr viel. Ich sage immer, wer sehend ist, der sieht. Ja, es kann ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wie gesagt, ich glaube, das ist genau der Weg, den die Menschheit jetzt geht. Da ist halt Offenheit das höchste Gut. Und wenn sie was nicht sagen will, oder ich nicht sagen will, dann steht es trotzdem im Raum. Deswegen finde ich es immer so verrückt, wenn Eltern ihre Kinder irgendwie versuchen, vor was zu schützen und dann irgendwas Falsches erzählen. Die Kinder, die kriegen doch, umso jünger sie sind, die kriegen doch alles mit. Die wissen genau, dass die Eltern da irgendwie was ganz anderes sagen, als sie da jetzt wahrnehmen. Also die Kinder schon ungünstig programmiert. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch der Beginn dafür, dass man die Intuition verliert. Weil die Eltern sagen was, die sind halt jetzt das Role Model und dann glaubt man denen und dann spielen vielleicht dann auch zwei Aspekte eine Rolle, dass man sagt, glaube ich jetzt meinem Gefühl oder glaube ich meinen Eltern, und nachdem die Eltern ja doch sehr dominant sind in dem Leben eines Kleinkindes, denke ich mal, dass da viel kaputt gemacht wird mit solchen Sachen. Also wir müssen mal sehen. Also ich hoffe, ihr werdet irgendwie sowas wie Kultusminister oder sonst irgendwas in der Richtung. Dass das Ganze mit aufgebaut oder mit einem. Wer weiß, wie es ist. Nein. Vielleicht gibt es eine neue Struktur. Okay. Wie viele Teilnehmer sind denn in der Regel in einem Seminar? Also es welche kommt Regel? Ja, teilweise haben wir Doppelseminare. Also im Moment ist es so, wir sind zu dritt
mit unserer Tochter. Und im Moment haben wir, also die Höchstzahl bei 34 Teilnehmern ist ausgebucht. Mehr nehmen wir auch nicht. Mhm. Aber bei 34 Teilnehmern haben wir noch einen guten Überblick zu dritt. Da sehen wir, wenn jemand mehr Unterstützung braucht, die Menschen, die dann sowieso an ihre Grenze kommen, die melden sich von sich aus. Und so haben wir noch Zeit, alle irgendwie aufzufangen. Und wenn man sagt, oh, 34 ist aber viel, das ist relativ. Weil wenn eine Gruppe sich gegenseitig unterstützt, dann ist es sogar von Vorteil, wenn es mehr Menschen sind, weil dann einfach ein Feld entsteht. Und ich sage, das ist der Popcorn-Sehen-ohne-Augen-Effekt aus meiner Sicht. Weil wenn die Ersten anfangen und haben das Ergebnis, dann sehen die Nächsten, okay, es funktioniert. Und dann sind sie nochmal motivierter und sagen, hey, wenn die das erreicht haben, dann schaffe ich es auch. Mhm. Kann man in einer größeren Gruppe unter Umständen mehr erreichen als in einer kleinen Gruppe. Wobei es immer davon abhängt, wer sich trifft. Also es gibt kleine Gruppen, die sind hervorragend, es gibt große Gruppen, die hervorragend sind, aber auch das Gegenteil. Mhm. Da braucht bloß ein, zwei dabei sein, dann kann auch eine kleine Gruppe eine große Herausforderung sein. Oh ja, kann ich mir vorstellen. Also auch das, ich meine, gut, da kann man ja vorher nie was dazu sagen. Ja. Weiß nicht, wie dann wer dann da zusammenkommt. Ne? Aber ich habe jetzt auch die nächste Frage schon drauf. Da steht, dass auf eurer Homepage noch ein Kinderseminar angeboten wird. Gibt es denn für Erwachsene auch neue Termine? Was heißt für Erwachsene? Für Erwachsene gibt es ganz viele Termine. Für Kinder haben wir aktuell bloß eins online, wobei es noch eins in Berlin gibt. Und ansonsten müssen wir mal noch schauen, die nächste Tage, Woche, was ich... Okay, also die stehen dann auch auf eurer Homepage, weil so wie ich die Frage jetzt verstanden habe, ist nur das der Termin für die Kinderseminar, für das Kinderseminar gefunden worden. Nee, da ist nur ein Kinderseminartermin, ansonsten sind die ganzen Termine für Erwachsene eigentlich online. Okay. Ja, zu unserer Verteidigung, mir ging es die letzten 4 Wochen nicht so ganz gut. Und da ist ja eben auch im Büro einiges zurückgestellt worden. Mhm. Auch die Terminplanung für die Kinderseminare jetzt für das neue Jahr. Da ist, wie gesagt, über meinen Gesundheitszustand ist da einiges. Ja, aber wir sind da manchmal auch sehr flexibel. Also ich denke mal, wenn irgendwo viele Kinder sind, dann kann es auch sein, dass wir recht kurzfristig irgendwo sind. Also das ist alles sehr variabel bei uns. Jetzt habe ich hier gerade eine Frage aufleuchten sehen, die mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, ob es auch Seminare in der Schweiz gibt. Ja, es gibt Seminare in der Schweiz. Und zwar, wir sind vom 27. September bis zum 1. Oktober sind wir bei Basel. Wir wurden vom Basler Psi-Verein angerufen, die uns eine Zusammenarbeit angeboten haben. Und ich freue mich unglaublich darüber, dass das zustande kommt. Also das ist auch was, das freut mich richtig. Und ich weiß, dass hier auch jemand im Chat vorhin saß, der auch mit dem Basler Psi-Verein verbunden ist. Und ich würde diesen Menschen bitten, sich mal bei uns zu melden, weil ich habe versucht, ihn zu kontaktieren und habe es bisher nicht geschafft, beziehungsweise keine Antwort bekommen. Aber ganz kurz nur dazu. Ja, wie gesagt, also wir kommen auch in die Schweiz und wir freuen uns auch sehr auf die Schweiz. Und im Rahmen dieses Seminars, ich denke mal, da werden wir auch Kindern die Möglichkeit geben, dass sie bei uns das Sehen ohne Augen trainieren können. Klasse. Also das ist natürlich auch super, dass ihr mit dem Basler Psi-Verein da zusammenarbeitet. Das ist ja wirklich super. Also und wir freuen uns schon auf die Seminare. Also es ist auf jeden Fall schon mal großes Interesse da. Und die Frage, die sich jetzt noch anschließt, ist, kann es da anfangs auch zu einer Reizüberflutung kommen? Denn je mehr man wahrnimmt, wenn man mehr wahrnimmt als gewohnt, ich denke zum Beispiel daran, als ich meine Hörgeräte bekommen habe und mehr Geräusche gehört habe, als ich gewohnt war, so hat mich das am Anfang auch überfordert, beziehungsweise das Gehirn. Gute Frage. Ja, also unser Training, das wir haben, ist in den 5 Tagen sehr komprimiert. Das heißt, die ersten Tage würden die Leute schon merken, dass sie was gearbeitet haben. Ich sage immer Arbeit dazu, aber es ist im Endeffekt ein leichtes Training. Aber es macht sich beim einen oder anderen doch im Kopf auch teilweise bemerkbar. Also da werden so viele neue Synapsen gebildet, da werden neue Strukturen aufgebaut und es gibt Leute, die sich vorher vielleicht gar nicht in der Richtung bewegt habe, die plötzlich merke, mein Kopf, der drückt doch da oder bewegt sich was, dann dritte Auge oder im Hinterkopf. Da macht sich das bemerkbar. Also die Menschen, die was arbeiten, die werden merken, dass sie wie beim Muskeltraining, wäre sie ihren Gehirntraining, das wäre sie ganz deutlich merken. Mhm. Also da ist auf alle Fälle eine verstärkte Aktivierung da. Wobei wir auch ein paar Tools haben, falls es wirklich bis zu den Kopfschmerzen kommen sollten,
Ja, aber der paar Tools, dass da die Kopfschmerzen auch wieder sich abflache und dann ganz verschwinde. Normalerweise legt sich das aber von ganz alleine, wenn da in der Richtung was auftaucht. Okay. Es kann wie Muskelkater, oder? Wenn man trainiert, ja, genau. Ja, auch Muskelkater und so, es ist ein Muskelkater im Gehirn vielleicht sozusagen. Ja. Tatsächlich. Dann weiß man, man hat was gearbeitet. Dann ja, exakt. Eine Frage noch zu eurem Schweizer Seminar in Basel. Wo kann man sich da anmelden? Auch auf der Homepage? Ja, auf der Homepage oder beim Basler Psi-Verein direkt. Wobei, wenn wir gerade bei dem Thema sind, es gibt noch eine ganz große Unterstützung. Der Mensch oder der Verein, der sich als erstes hinter uns gestellt hat, und zwar der Frankfurter Ring. Also die Britta Dahlberg hat ganz tolle Online-Interviews oder hat uns dazu eingeladen. Also wem das ist, dieser Abend gut gefallen hat, beim Frankfurter Ring YouTube haben wir noch einige so ähnliche Abende, wo auch ein paar Gäste vorgestellt werden, die zeigen, wie gut es funktioniert, was sie gelernt haben, wie ihre Erfahrungen sind. Also da, der kann gern bei YouTube mal beim Frankfurter Ring reinschauen. Sehr lohnenswert. Schickt mir doch am besten den Link und ich mache eins, ich setze diese ganzen Links zusammen. Ich gebe euch dann auch die Informationen über den Film Superhuman. Da habe ich ja jetzt auch nochmal den Link von euch bekommen. Und das setze ich alles unter diesen Mitschnitt vom Video. Und dann könnt ihr euch dann entsprechend einlesen, auch eure Homepage natürlich. Und dann können ja die entsprechenden Zuseher das dann auch abrufen. Und in Facebook setze ich es natürlich auch rein, also braucht keine Angst haben, dass ihr was verpasst. Wir stellen alles zusammen und geben euch dann die Links rein. Also Frankfurter Ring ist dann natürlich auch nochmal eine Adresse. Ist fantastisch. Kann man dann wahrscheinlich auch einfach bei Google, YouTube eingeben, dann kommt man schon auf die entsprechende Seite. Richtig. Oder wenn man beim Frankfurter Ring auf der Seite schaut, da sind dann auch unsere Online-Events. Das nächste ist am 13. Februar. Da freue ich mich auch wieder drauf, also auch auf die Menschen, die dort kommen, die das dann eben zeigen, live vor der Kamera und eben von ihren Erfahrungen berichten. Weil ich sage immer, wenn wir das zeigen, ist es nicht so überzeugend, wie wenn es jemand zeigt, der bei uns war und der dann von seinen Erfahrungen spricht. Richtig. Weil am Anfang haben wir so angefangen, dass wir eben Vorträge gemacht haben über vieles, was wir heute gesagt und erzählt haben. Aber irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt geht mir langsam so die Information aus, weil ich sage immer wieder das Gleiche. Und wenn du dann Menschen im Seminar, also die bei uns im Seminar dabei waren, wenn du die live vor der Kamera siehst und die dann auch mutig genug sind und sagen, ja, ich gehe raus damit, ich zeige den Menschen, damit jeder versteht, dass das jeder lernen kann, dann bin ich auch unglaublich dankbar für all die Menschen, die sich bisher dazu bereit erklärt haben, sich dahin zu stellen. Und ich glaube, mittlerweile gibt es 6 oder 7 von diesen Aufnahmen, die man frei im Internet anschauen kann. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil die Leute halt unterschiedliche Erfahrungen machen und jeder erlebt es unterschiedlich, jeder hat eigene Benefits und jeder kommt woanders daher. Und das macht das eigentlich sehr lebendig, sehr, sehr erfrischend und sind schöne Abende. Ja. Ja, das glaube ich sofort. Also ich denke vor allen Dingen, wenn man dann diese Erfolgserlebnisse miterlebt, wenn die Leute dann jubeln und wenn sie dann einfach so dieses Gespür plötzlich wieder haben. Also ich stelle mir das unglaublich schön vor. Also ich habe noch eine Frage im Chat gehabt, die mich jetzt betroffen hat, ob ich schon mal so ein Seminar bei euch mitgemacht habe. Nein, ich habe lediglich darüber gelesen und war fasziniert. Aber ich weiß, dass es solche Dinge, ich glaube ja sowieso an sowas, ich bin ja wirklich auch dankbar, dass es Menschen gibt wie euch, die das eben weitertragen, weil wie gesagt, für mich ist es einfach eine Bewusstseinserweiterung, die jetzt genau auch unsere Zeit braucht, die Welt jetzt braucht. Und also jeder, der heute hier zugehört hat, dem wünsche ich von ganzem Herzen, dass er diese Erfahrungen auch mal macht. Also ich komme ganz sicher zu euch auf ein Seminar, so viel ist ja auch schon mal klar, ist nur bei mir immer ein bisschen eine Zeitfrage. Und, ach, jetzt ist noch was reingekommen. Wartet mal eine Sekunde, ich gucke nochmal. Ja, neuen Dank, okay. Aber ihr habt ja jetzt auch, wir haben ja noch einen kleinen Schlussfilm. Oh je, Evelyn, ich glaube mal, ich denke, das war jetzt auch so ein gutes Zeichen dafür, dass du dich jetzt überanstrengt hast und wir dich jetzt mal wieder ins Bett schicken. Ich würde sagen, wir schauen uns noch den Ausstiegsfilm an und verabschieden uns dann. Ist das okay für euch soweit? Nein. War noch eine Frage oder war noch eine Frage? Ich habe jetzt deine Frage nicht verstanden, Axel. War noch eine Frage offen? Nee, war jetzt keine Frage. Es war also nur ein großes, großes Dankeschön von den Leuten drin. Ich sage auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir haben uns überlegt, einmal Sabina, ganz, ganz vielen Dank auch, dass du uns eingeladen hast.
Also es hat mir viel, viel Freude gemacht, heute hier sein zu dürfen. Und wir haben uns überlegt, für all die Menschen, die sich jetzt die Zeit genommen haben, bis hierhin zugehört haben, wir haben ein Frühlingsangebot für unser Seminar vom 15.03. bis zum 19.03. hier bei uns in Liefern. Und an all die Zuseher, die heute hier dabei waren, vielleicht kann man denen einen extra Link schicken. Also wenn sich da jemand entscheidet und sagt, ja, ich möchte ins Erwachsenenseminar zu diesem Zeitpunkt, dann würde von uns einen Rabatt von 150 Euro für seine Teilnahme bekommen. Für dieses Seminar. Nur für dieses Seminar vom 15.03. bis zum 19.03. Also Super. Wer da Lust und Zeit hat und sagt, hey, ich bin so spontan oder ich kann es mir irgendwie einrichten, dann würden wir eben auch als besonderes Dankeschön für die Teilnahme hier diesen Menschen dann diesen Link zukommen lassen. Das ist ja ganz, ganz klasse. Also da bedanke ich mich jetzt mal im Namen von allen. Die sind jetzt leider alle stumm geschaltet, aber das ist super. Vielen, vielen Dank. Schickt ihr mir da auch nochmal einen Link, den ich dann weitergeben kann, wo man sich dann über dieses Seminar anmelden kann. Also für mich war jetzt dieser Abend ein Segen. Ich hoffe für euch alle auch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und vor allen Dingen danke ihr beiden, dass ihr diese Zeit, eure Zeit geopfert habt, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt. Ja, aber auch. Es war so schön, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben Danke zu sagen. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, unsere Botschaft weiter zu verbreiten. Also der Dank geht an dich, Sabina, für den freundlichen Abend, für den schönen Abend, für dein helles Lachen, für dein Dasein, für alles, was du hier auch tust. Weil ich finde es wundervoll, auch die Bücher, die du schreibst. Ich habe ja die Magie der Liebe hier bei mir zu Hause. Ich habe mal reingelesen. Ich habe im Moment auch nicht so ganz viel Zeit zum Lesen. Aber das, was ich gelesen habe, war wundervoll. Deshalb der ganz große Dank geht von uns an dich, nämlich, dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast, dass du uns eingeladen hast und dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich, wie gesagt, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Und jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach voneinander und ich zeige am Schluss jetzt noch den Film und blende dann das Meeting aus. Ist das für euch alles so okay? Dann nochmal ganz großen Dank an euch, die ihr zugeschaut habt und an Evelyn, an Axel und gute Besserung für dich, Evelyn. Wir wünschen dir, dass du bald wieder wohlauf bist. Dankeschön, danke. Alles Liebe und viele gute Erfahrungen für alle, die zugehört haben. Dankeschön. Es geht los. Also wie schon erwähnt, mein Name ist Harald. Ich bin eigentlich vor, ja, was haben wir, 30 Jahren hier runter in den Süden gezogen. Bedingt durch die Augenerkrankung, die ich habe, welche auch schon erwähnt worden ist, sehr selten ist, nennt sich Morbus Hirz. Hallo, ich begrüße Sie. Mein Name ist Bernd Michael Lade. Ich habe 5 Tage in Berlin im Center für tibetanische Meditation oder ich an einem Lehrgang, Seminar teilgenommen, was das Thema Sehen ohne Augen hatte. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Auch Evelyn und Axel haben einen Top-Job gemacht, uns wahnsinnig motiviert. Und ich bin eigentlich nur noch im Dauerlächeln-Modus, muss ich sagen, seit Mittwoch. Axel hat mich gerade hier durchgecoacht bis hinter dem Moment, wo ich schon kurz aufgeben wollte. Das heißt, da ist einfach eine Riesenexpertise da und ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Tricks und Kniffe aus der Erfahrung heraus, wie es noch gehen kann, wie es noch anders gehen kann, was ich noch ausprobieren konnte. Also ein Riesenrepertoire. Sehen ohne Augen hat mich jetzt 5 Tage lang begeistert, weil es nicht nur darum ging, mit geschlossenen Augen sehen zu können, was an sich schon fantastisch ist, sondern man hat viele Tools bekommen, wie man an seiner Intuition arbeitet, an seine Gefühle, an seiner Einstellung arbeitet, einfach um eine andere Sicht der Dinge zu bekommen im Leben und offen zu sein und an sich selber praktisch, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Das hat mich sehr fasziniert und ich kann das Seminar jedem weiterempfehlen. Für mich nach dem ersten, oder am ersten Tag schon, ich kann es nicht erklären, ich kann nur wiedergeben, was passierte. Ich hatte für einen Bruchteil von einer Sekunde vielleicht auf einmal ein dermaßen klares Bild vor mir, oberhalb der Augen, so ein Stirn. Ich habe alles wahrgenommen, was vor mir auf dem Tisch stand. Und ich konnte schon am ersten Tag wirklich sehen. Und das hat mir so viel Mut und Selbstvertrauen gegeben.
Also ich würde jedem weiterempfehlen, jeder, der ein bisschen offen ist für dieses Feine, das ist ein Geschenk. Und ich bin wirklich mehr als begeistert. Vielen Dank. Und jetzt habe ich durch die Arbeit und die 5 Trainingstage noch viel mehr den Beweis für mich erhalten, dass es tatsächlich funktionieren kann mit diszipliniertem Training und einer guten Methode, die man wirklich hier sehr gut lernen konnte. Sie hat sogar schon bei meinen Kindern funktioniert. Und hätte ich es nicht selber erlebt heute, hätte ich es nicht geglaubt, denn ich bin jemand, der braucht für alles Beweise. Und die wurden heute geliefert. Das war so fantastisch. Wir hatten einige Leute da, Blinde, die hier auf dem Lehrgang waren und durch diesen Lehrgang wieder sehen konnten, Buchstaben erkennen, Worte erkennen, Farben erkennen, wissen, wie der Raum aussieht, was die Leute anhaben. Das ist unfassbar faszinierend. Und das würde ich euch gerne mal ans Herz legen. Und das Ganze bekommt ihr unter www.sehenohneaugen.de. Das sind nochmal die 2 Leute dazu. Und nur Grinsen bringt Zinsen, habe ich heute erfahren. Jeder, der gesehen hat ohne Augen, war restlos begeistert. Und wir sind hoch motiviert, weiter zu üben. Genau. Und wünschen euch als Team viel Glück und bedanken uns ganz recht herzlich für dieses wunderbare Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank. Und das hat mich emotional dermaßen berührt. Also ich bin ein Mensch, der selten weint. Aber da kamen tatsächlich Tränen und wenn ich da denke, muss ich mal schlucken. Und das zeigt mir immer mal wieder, wie faszinierend wir Menschen sind, was wir alles Großartiges und Wunderbares leisten können und wie magisch wir alle sind. Vielen, vielen Dank an Evelyn und Axel für diese wundervollen Tage. Lasst euch das nicht entgehen, das wird euer Leben verändern. Thank you.